steht denn heute auf der Agenda? Einen schönen guten Tag. Ja, heute im Europäischen Parlament steht die Nachhaltigkeit auf der Agenda und die große Frage, wie geht es weiter in der Regionalpolitik? Immerhin ein Drittel des EU-Haushaltes, nämlich 350 Milliarden Euro, stellt die Europäische Union für Regionalförderung und für die Angleichung der Lebensstandards in den verschiedenen Ländern und Regionen zur Verfügung. Aber dazu kommen wir gleich ein bisschen später hier im Gespräch. Wir wollen uns noch einmal mit den Gästen, mit denen wir heute hier verabredet sind, über ein Thema unterhalten, was ja in Ihrer Sendung heute schon ein Thema war, aber gestern hier vor allen Dingen auch die Debatte beherrscht hat auf den Fluren. Und das ist die Frage, wie geht es weiter mit dem Brexit? Und dazu spreche ich mit meinen Gästen. Das ist zum einen Angelika Niebler. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der CSU und hier für die EVP im Europäischen Parlament. Einen schönen guten Tag. Und bei mir ist Constanze Krehl. Sie ist für die S&D, also die SPD im Europäischen Parlament. Und sie ist die regionalpolitische Sprecherin ihrer Partei. Ich frage an Sie die erste Frage. Guten Tag. Gestern die Debatte, die wir im britischen Unterhaus verfolgen konnten. Sie haben diese Debatte auch gesehen. Gab es für Sie etwas Neues, einen Ansatzpunkt, wo Sie sagen, Sie sehen, Theresa May hat, außer dass sie alle auffordert, die Nerven zu behalten, etwas Substanzielles, um den Brexit-Vertrag vielleicht doch am Ende noch zu einem Abschluss zu bringen, auf den Tisch gelegt? Ich habe davon leider nichts gehört. Das geht von Woche zu Woche, dass ich immer wieder die Hoffnung habe, dass sich im Brexit etwas tut, dass wir einen Vertragsabschluss kriegen. Aber Frau May lässt sich Zeit. Ich weiß nicht, was sie noch pokert. Ich glaube, die Zeit verrinnt ihr. Und langsam verliere ich die Hoffnung, dass die Briten überhaupt noch was Vernünftiges zustande kriegen. Sagen Sie, haben Sie auch schon die Hoffnung verloren, Frau Niebler, oder glauben Sie, dass es doch noch eine Einigung gibt in letzter Minute? Also ich hoffe auch, dass es noch eine Einigung geben wird. Das ist im Interesse beider, sowohl Großbritanniens als auch der Europäischen Union. Und ich glaube, wir Europäer haben erstens immer fair verhandelt. Es ist ja auch nach 17 Monaten Verhandlung dann der Deal zustande gekommen. Unser Problem ist, dass wir momentan nicht wissen, was die Briten wollen und was auch den Hauch einer Chance hat, eben eine Mehrheit im britischen Unterhaus zu bekommen. Und ich kann nur sagen, nach wie vor sind unsere Türen offen für vernünftige Gespräche. Ich bin mir ganz sicher, dass man auch noch über Erklärungen vielleicht einige Sorgen und Befürchtungen der Briten aufgreifen kann. Aber ich sage auch ganz deutlich, wir können uns von den Briten auch unseren Binnenmarkt nicht kaputt machen lassen. Und deshalb muss es halt auch eine vernünftige Lösung geben, auch mit Blick auf Irland, Nordirland. Ja. Also ich hoffe, dass die Gespräche weitergeführt werden. An unserem guten Willen fehlt es nicht. Jeder hat Interesse, dass wir da zu einer Vereinbarung kommen und es keinen harten Brexit gibt. Aber wie gesagt, wir können auch nicht über unseren Schatten springen und hoffen halt, dass jetzt im britischen Unterhaus doch noch mal beide Seiten aufeinander zugehen und sich auf einen Vorschlag einigen. Der Schatten ist, den Sie gerade skizzieren, ja das Thema Backstop. Gestern war David Lidington, der Stellvertreter von Theresa May, hier in Straßburg und hat sich mit Parlamentariern getroffen. Da ging es auch wieder um das Thema des Backstops. Aber eine substanzielle Einigung scheint ja dort nicht in Sicht zu sein, weil Sie sagen zu Recht, das ist dieser Schatten, über den die Europäische Union nicht springen möchte. Ganz genau. Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten ausgelotet. Ich meine, es ist eine Art Dilemmasituation. Also entweder haben wir eine Grenze oder wir haben keine Grenze. Und wir haben ja versucht, eben eine Lösung aufzuzeigen, eine Auffangposition für den Fall zu formulieren, dass man sich halt nicht einigt auf ein Handelsabkommen. Das ist der Verbleib in der Zollunion, aber nur als Auffangposition. Das wollen die Briten nicht. Wir haben erklärt, wir sind flexibel in dem Sinne, dass wir nochmal, sag ich mal, erklären, dass auch wir wollen oder akzeptieren, wenn Großbritannien aus der EU austreten möchte, dann sollen sie das tun. Aber nochmal, wir sehen ja jetzt, wie mühsam es ist, hier zu einer Vereinbarung zu kommen. Und deshalb, glaube ich, brauchen wir diese Auffangposition und können nicht einfach sagen, also was nach 2020 ist, würde uns da nicht interessieren. Also ich glaube, wir haben gute Gründe. Ich hoffe, dass dieser strittige Punkt in dem Sinne, wie wir es vorgeschlagen haben, dann auch akzeptiert wird. Und nochmal, ich glaube, Europa ist gut beraten, nochmal zu erklären, wir akzeptieren das Votum in Großbritannien. Wenn Großbritannien aus der EU austreten wollen, dann sollen sie das bitte machen. Aber wir müssen eine gewisse Sicherheit haben, dass eben die Verhältnisse dann auch an der nordirischen, irischen Grenze, die wir nicht mehr haben wollen, geregelt sind.
Jetzt eine Frage an Sie, Frau Krehl. Jeremy Corbyn, der Chef der Labour-Partei im britischen Unterhaus und in Großbritannien, hat ja diese Woche einen Vorschlag eingebracht. Er sagt, Großbritannien könnte ja auch in der Zollunion bleiben. Das hat Theresa May abgeschmettert und sagt, dafür gibt es keine Mehrheit. Stellen wir uns das mal vor, aus einem deutschen Blickwinkel, wo eine zerstrittene Regierungsbank mit einer zerstrittenen Oppositionsbank mit verschiedenen Positionen irgendwie in jetzt, ich glaube, 44 Tagen eine Lösung auf den Tisch legen soll. Ist das ein Szenario, was in Deutschland denkbar wäre? Was sind denn vielleicht auch Ratschläge, die Sie erteilen würden, den Briten, wie man da vielleicht noch eine Einigung zustande bringt? Also ich glaube, in Deutschland wäre das nicht möglich, weil eines würde in Deutschland sicher passieren, wir würden miteinander reden. Es geht ja hier nicht um irgendeine Kleinigkeit oder eine Nettigkeit, über die man verhandelt, sondern es geht um auf der einen Seite den Bestand einer Europäischen Union, die ein absolutes Modell ist für Frieden, für freien Handel, für freie Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite geht es um die Zukunft Großbritannien. Und Frau Niebler, Sie haben das gerade gesagt, wir können nicht über unseren Schatten springen. Aber das ist ja, Schatten ist ja da fast noch viel zu wenig zu sagen. Hier wird bewusst mit dieser harten Grenze zwischen Nordirland und Irland gespielt. Und eigentlich weiß man, dass man damit in Kauf nehmen könnte, dass das Menschenleben kostet. Es gibt aber wer ja, spielt jetzt damit? Sind das die Briten oder ist das die Europäische Union? Es sind die Briten, denn wir haben ein Angebot gemacht, eben keine harte Grenze, keine Schengen-Außengrenze zwischen Nordirland und Irland zuzulassen. Und von daher ist auch dieses Gespräch in der Zollunion zu verbleiben ein notwendiges Gespräch. Und ich bin mir nicht sicher, ob die britische Gesellschaft eigentlich schon angefangen hat, mal darüber zu reden, was sie eigentlich wollen. Auch zukünftig mit der Entwicklung Großbritanniens außerhalb einer Europäischen Union, wie sie sich das eigentlich vorstellen und was sie für Ideen haben. Und ich glaube, wenn sie das früher angefangen hätten, wären wir vielleicht auch heute weiter beim Finden eines gemeinsamen Kompromisses. Ich denke, dass Frau May hier wirklich auf den Schultern einer Gesellschaft und auf den Schultern der Europäischen Union insgesamt Poker spielt. Und das finde ich weder den Briten gegenüber noch den Europäern gegenüber in irgendeiner Art und Weise fair. Aber, und das muss man sagen, das Pokerspiel geht ja scheinbar weiter. Und wir haben jetzt gerade auch schon in diesem Gespräch angeschnitten, Frau Niebler, das Thema Backstop ist eines, was im Grunde genommen wie ein Monolith zwischen beiden Verhandlungspartnern steht. Was gibt es denn da für Szenarien, wie man dieses Problem auflösen kann? Also unser Vorschlag ist eben, dass wir ein Handelsabkommen ja mit Großbritannien vereinbaren, in dem dann auch die Fragen des Belieferns, Zugangs zum Binnenmarkt geregelt ist. Dann hätten wir die Probleme nicht. Ich meine, wir haben diese Woche oder wir werden heute ja auch abstimmen über das Handelsabkommen mit Singapur. Also wir haben ja viel Erfahrung mit Handelsbeziehungen, auch mit Drittregionen. Da gibt es Modelle und ich denke, da werden wir auch zügig zu einer Vereinbarung mit Großbritannien kommen. Wir haben Interesse, den britischen Markt zu beliefern, einen engen Anschluss zu haben. Das ist ein großer Wirtschaftsraum, der für uns als Europäer auch interessant ist und umgekehrt genauso. Also ich denke, das muss das Ziel sein, eine vernünftige Handelsbeziehung mit Großbritannien auf die Beine zu stellen, von der beide Seiten dann profitieren. Aber Frau Krehl, ich stimme Ihnen dazu. Aber wir müssen natürlich für den Worst Case, das ist ganz natürlich, uns auch eine Variante überlegen. Und da hatten wir ja mit Frau May vereinbart als Europäer eben die Zollunion. So, und da kenne ich jetzt momentan keinen vernünftigen Alternativvorschlag, der auf dem Tisch liegt. Und deshalb finde ich, müssen wir weiter diskutieren. Ich glaube, dass... Aber die Zeit läuft ja ab. Also ja, das Diskutieren aber geht ja jetzt schon, das hatten Sie selber auch gesagt, schon über mehr als 2 Jahre. Ja. Also wie lange will man diskutieren? Da ist ja jetzt schon die Frage, ob man diesen 29. März beispielsweise verschiebt. Also wie viel Zeit braucht man denn, bis man etwas auf Substanzielles hat, über das man dann nachher auch verhandelt und abstimmen kann? Völlig richtig bin ich bei Ihnen. Aber ich höre eben von den britischen Kollegen, dass diese Fallback-Position, der Backstop, zeitliche Befristung, genau, dass der auf Befremden stößt in UK, weil man den Eindruck hat, man will Großbritannien überhaupt nicht aus dieser Zollunion entlassen. Und da kann ich nur sagen, das ist nicht unsere Intention, nicht unsere Zielsetzung. Das kann man noch mal klarstellen. Und Sie haben recht, wenn Großbritannien auch noch ein wenig Zeit braucht, um sich auszusortieren, ja,
Gespräche zwischen Regierung und Opposition noch intensiver geführt werden müssen, dann wird auch die Europäische Union signalisieren, die Zeit geben wir euch. Aber es muss klar sein, dass wir wissen, wohin die Reise geht. Wir können also nicht akzeptieren, dass noch mal ein, zwei Jahre ins Land gehen, ohne dass man sich geeinigt hat. Also wenn wir ein Signal bekommen von Großbritannien, wohin sie sich vorstellen können, dass die Reise geht, dann glaube ich, kann man auch noch mal über eine Verlängerung diskutieren. Wir haben dann das Problem mit der Europawahl am 26. Ich wollte gerade sagen, da gibt es einige Probleme. Wir wollen eigentlich nicht, dass Großbritannien mitwählt. Ich sage es Ihnen immer ganz offen, weil ich meine, Austritt ist Austritt, Erklärung ist Erklärung. Aber ich denke, da würde es eine Lösung geben. Da ist Europa gut im Entwickeln von Lösungen auch. Nur wir müssen halt wissen, wohin die Reise gehen soll. Sonst können wir da keine großen Kompromisse machen. Jetzt klingelt hier gerade die Glocke einmal für die Zuschauer. Das heißt, dass die Debatte hier gleich beginnt. Aber noch eine Frage wollen wir noch mal zum Brexit loswerden, bevor wir auf die Regionalpolitik kommen. Und die stelle ich Frau Krehl. Wie wahrscheinlich wird denn jetzt vielleicht auch ein No-Deal-Szenario? Ja, der Brexit hat natürlich Auswirkungen auf alle Politiken, eben auch auf die Regionalpolitik. Und wenn wir hier nicht bald zu einer Regelung kommen, werden wir über die Verhandlungen zum europäischen Haushalt auch Schwierigkeiten bekommen, da zu einem guten Ende zu kommen. Ich hatte sehr gehofft, dass wir die Verhandlungen mit dem Rat und der Kommission zum mehrjährigen Finanzrahmen noch in dieser Legislaturperiode abschließen können. Wäre schön gewesen, aber das ist nicht möglich. Und wir verlieren mit Großbritannien, davon gehe ich schon aus, dass Großbritannien austreten wird aus der Europäischen Union. Wir verlieren damit auch den zweitgrößten Nettozahler. Und das hat natürlich unglaubliche Auswirkungen auf alle Politiken im Bereich der Europäischen Union und eben genauso auf die europäische Regionalpolitik. Und was sagen Ihnen da Ihre Wähler beispielsweise in Sachsen? Denn wenn Großbritannien ausscheidet, bedeutet das, und das ist ja auch in den mehrjährigen Finanzplänen schon auch so hineingepreist, dass Deutschland beispielsweise bei der Regionalförderung auf 21% verzichten muss. Das sind hunderte Millionen, es sind Milliarden Euro, die Deutschland weniger hat. Was sagen Ihnen da beispielsweise Ihre Landwirte? Naja, meine Sächsinnen und Sachsen sagen mir natürlich, wir brauchen die Förderung. Und das ist auch richtig. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir einen Vorschlag auf dem Tisch haben, der immer noch alle Regionen bedenkt. Also wir werden auch zukünftig nach 2020 eine Regionalpolitik machen, die für alle Regionen offen ist. Also auch für Sachsen, auch für Bayern. Auch wenn man vielleicht denken könnte, Bayern braucht nicht mehr so viel Förderung. Das geben die mir schon auf den Weg. Aber ich glaube, wir haben auch Anstrengungen unternommen, zum Beispiel durch Vereinfachung von Verwaltungen, die Verwaltungskosten zu senken und hoffen, dass wir damit auch Einsparungen für mehr Projekte bekommen. Das kann man, glaube ich, ganz intelligent lösen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass das Parlament natürlich auch ein Stückchen andere Anforderungen an den europäischen Haushalt stellt. Und welche sind das? Mehr Geld. Mehr Geld. Ja, Geld wollen aber alle mehr. Das ist ja das Problem. Jetzt reden wir über die Regionalpolitik. 350 Milliarden, ich habe es nur mal skizziert, sind es ja, die Europäische Union zur Verfügung stellt. Jetzt habe ich gerade, Sie hatten mir jetzt geantwortet, was Ihre Landwirte Ihnen aus Sachsen sagen. Das ist wahrscheinlich die gleiche Antwort, die Ihnen auch Ihre Wähler in Bayern sagen. Jetzt ist Deutschland, hatte ich gesagt, mit 21% weniger Förderung. Ist das Ergebnis nach dem Brexit? Andere Länder wie beispielsweise Polen oder Ungarn werden noch weniger Geld zur Verfügung gestellt bekommen. Hängt auch damit zusammen, dass man sagt, die Lebensstandards, was ja ein Ziel ist, dieser Regionalpolitik, sind auch weiterhin und schon spürbar angeglichen. Aber das verfängt ja nicht. Trotzdem regieren in diesen Ländern immer mehr Rechtspopulisten, versuchen das auch auszuspielen gegen die Europäische Union. Ist da nicht schon gleich programmiert ein nächster, ich nenne es jetzt mal Krisenherd, Konfliktpunkt, den man zwischen den europäischen Partnern auszustehen hat? Mhm. Also über die Höhe des Etats unseres Budgets in Europa hat schon immer Diskussionen und Debatten ohne Ende gegeben, auch über die Frage, wie dann das Geld verteilt wird. Ich vereinfache mal, und die Debatten führen wir jetzt auch. Und Frau Krehl, Sie haben völlig recht. Wir müssen zum einen schon schauen, wo können wir einsparen. Ja? Da, glaube ich, haben wir noch Entwicklungspotenzial. Dann müssen wir sehen, wie viel Gelder die Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen. Da muss wo sparen wir denn ein? Ja, wahnsinnig. Da muss man zum Beispiel auch akzeptieren, wenn wir neue Aufgaben in der Europäischen Union übernehmen, zum Beispiel europäischen Außengrenzschutz aufbauen, da ist Parlament
eine große Mehrheit dafür, dass wir Frontex, unsere europäische Grenz- und Küstenwache, mit 10.000 Mann aufbauen. Das kostet natürlich alles Geld, wenn wir in der Außenpolitik stärker auftreten wollen und, und. Also ich finde, wenn man uns als Europäer mehr Aufgaben überträgt, dann muss eben auch die Finanzierung gesichert sein. Also das ist ein Thema, worüber wir reden müssen und dann, wie die Verteilung halt untereinander erfolgt. Und da sage ich für meine Landwirte in Bayern, dass ich da dafür kämpfen werde, dass es da zu keinen Kürzungen kommt, ja, weil die Landwirtschaft, die die gesunde Lebensmittel produziert und unsere Kulturlandschaft erhält, finde ich auch einen Anspruch darauf hat. Man muss dann intern diskutieren, ob alles so gerecht verteilt ist, ob nicht größere Höfe, weil wirtschaftlicher produzieren können, degressiv auch nur berücksichtigt werden. Aber die Debatten laufen jetzt in allen Fachausschüssen und im Parlament. Und also ich bin da zuversichtlich, da wird es eine Lösung geben. Wir werden es nicht mehr in der Legislatur hinkriegen. Dazu läuft uns einfach die Zeit davon. Aber ich denke dann, das wird eine große Aufgabe fürs neue Parlament auch nach der Europawahl sein. Aber vielleicht darf ich einen Hinweis da geben. Ich würde schon gerne ab morgen mit Verhandlungen anfangen, um für die Regionen sicherzustellen, dass man, wie man programmiert und wie das gemanagt wird nach 2020, dass man das schon in einem partiellen Abkommen mit dem Rat festzurrt, damit die Regionen Bescheid wissen, auf was sie sich verlassen können. Verlässlichkeit ist ein wichtiges Stichwort und ich muss an dieser Stelle auch ins Parlament abgeben, denn wir haben die Verlässlichkeit zu liefern, dass die Debatte gezeigt wird. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie heute hier zum Gespräch da waren. Wir haben jetzt über die Regionalpolitik gesprochen, die ja Teil auch der Nachhaltigkeitspolitik, will ich nennen, der Europäischen Union ist. Und dazu stellt jetzt gerade Frans Timmermans, der stellvertretende Kommissionspräsident, das Nachhaltigkeitspapier der Europäischen Kommission vor. Das ist ein umfangreiches Programm, wo man sich vor allen Dingen dazu bekennen möchte, die UN-Ziele für 2030 beim Thema Nachhaltigkeit zu erreichen. Und das ist heute eines der Themen im Parlament. Wir verabschieden uns hier aus dem Vorgespräch und geben direkt ins Plenum. Das Ziel besteht darin, die Möglichkeit zu finden, sich wirtschaftlich zu entwickeln, unser Lebensstandard, unser Wohlergehen immer weiter zu entwickeln, zum Wohle aller, ohne andererseits unsere Ressourcen zu zerstören, die Umwelt zu vergiften, den Klimawandel anzuheizen. Wir brauchen eine Wirtschaft, die wächst innerhalb der Grenzen unseres Planeten, die vielen Wohlergehen bietet, nicht nur wenigen. Um diese Ziele zu erreichen, müssen wir einige grundlegende Änderungen vornehmen bei unserer Produktions- und Konsumweise. Es gibt verschiedene Politikbereiche, bei denen man wirklich Veränderungen vornehmen kann. Damit haben wir bereits begonnen und diesen Themen müssen wir auch weiterhin Priorität geben. Wir müssen von einer linearen hin zu einer zirkulären Wirtschaft gehen. Unser Lebensmittelsystem muss auf einem voll nachhaltigen Weg gebracht werden. Wir müssen unsere Energie verbessern, Energieeffizienz unserer Gebäude beispielsweise. Das wird nur dann erfolgreich sein, wenn all diese Veränderungen auch sozial gerecht vonstatten gehen. Wir brauchen eine starke Sozialpolitik, müssen sicherstellen, dass niemand zurückbleibt. Nur so können wir wirklich alle für diese Politik begeistern. Dafür müssen wir auch die sogenannten horizontalen Befähiger durchsetzen, hin zu einem grünen, fairen Wandel in Bildung, Wissenschaft, Forschung, Digitalisierung sind einige wichtige Punkte, aber auch Finanzierung, Besteuerung, Preisfestsetzung, so dass nachhaltige Produkte und Dienstleistungen die erschwinglichsten werden, inklusive verantwortungsbewusste Unternehmensführung, faire Handelspolitiken. Gute Regierungsführung ist ein Schlüssel, das ist das Fundament, das wir brauchen, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Grundrechte. Das ist natürlich ein weltweites Thema. Gerade heute, wo andere ihr Engagement wieder in Frage stellen, müssen wir nach wie vor der stärkste Befürworter sein für eine nachhaltige Entwicklung in einer multipolaren Welt, in einer Welt, die sich auf Multilateralismus stützt. Das ist jetzt auch in unserem eigenen Interesse. Die EU ist Urheber zahlreicher innovativer, nachhaltiger Lösungen. Wir sind am besten geeignet, hier den ersten Schritt zu ergreifen, sozusagen Pionier zu sein für die anderen Länder der Welt und dann auch die wirtschaftlichen Profite zu erzielen, die man durch nachhaltige Entwicklung erreichen kann. Herzlichen Dank. Thank you again, and I now invite Vielen Dank. Vizepräsident Katainen, bitte sehr. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Sie wissen alle, dass es keinen Planeten B gibt und auch keinen Plan B. Wir müssen die Nachhaltigkeit und die damit verbundenen Herausforderungen ernst nehmen. Aber es gibt auch etwas Gutes zu sagen. Nachhaltigkeit und Wachstum sind möglich. Und das ist Teil unseres Genoms.
Die nachhaltigen Entwicklungsziele zu erreichen, ist nicht nur notwendig, sondern das birgt auch eine große Chance. Wir können da unsere Gesellschaft modernisieren, wir können da neue Geschäfts- und Verbrauchsmuster entwickeln. Wir können neue Technologien entwickeln, die Innovation ist gefragt. Das ist Teil der Wettbewerbsfähigkeit der Zukunft. Wir stellen fest, dass es möglich ist. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass BNE-Wachstum in Einklang stehen kann mit der Reduzierung der CO2-Emissionen. Es geht nicht darum, unseren Lebensstandard zurückzufahren, sondern intelligenter zu sein. Natürlich sind hier große Investitionen gefragt. Der Investitionsplan kann hier eine wichtige Rolle spielen, dabei auch den Privatsektor mit ins Boot zu holen. Der Aktionsplan Nachhaltige Finanz wird Investoren die Möglichkeit geben, sich zu informieren, wo nachhaltig investiert werden kann. So wird ein neuer Markt geschaffen. Die Kreislaufwirtschaft ist ein anderes Gebiet, wo wir neue Märkte erschließen können. Wir haben bereits damit begonnen, mit Hinblick auf Plastikabfall. Andere Sektoren werden folgen. Um erfolgreich zu sein, muss der Übergang einige Voraussetzungen erfüllen. Erstens, wir müssen mehr in Bildung und Ausbildung investieren, um dafür zu sorgen, dass alle die gleichen Chancen haben und für fairere Gesellschaften zu sorgen. Zweitens, wir müssen dafür sorgen, dass mehr in Forschung, Entwicklung und Innovation investiert wird, wie auch in die Digitalisierung, mit besonderem Schwerpunkt auf der künstlichen Intelligenz. Die birgt ein riesiges Potenzial mit Hinblick auf das Gesundheitswesen oder die Landwirtschaft. Man darf hier nicht zurückfallen. Die Rolle der Rechtsstaatlichkeit und der Grundwerte. Wir haben da beunruhigende Signale gesehen der letzten Zeit von politischen Führungspersönlichkeiten, die unsere Grundfesten in Frage gestellt haben. Dieses Reflexionspapier ist auch ein Aufruf an den Rest der Welt, sich nicht von Scheinlösungen verblenden zu lassen, die einfach und attraktiv aussehen auf den ersten Blick, aber eben keine Lösung sind. Wir werden weiter versuchen, gemeinsam mit dem Rest der Welt nach Lösungen zu suchen, in multilateralen Foren und über die Entwicklungszusammenarbeit, den externen Investitionsplan und auch über fairen und regelbasierten Handeln. Die Zusammenarbeit zwischen Kommission, Mitgliedstaaten und den Abgeordneten des Parlaments kann dafür sorgen, dass Europa hier eine federführende Rolle spielt. Vielen Dank. Jetzt kommen die Redner für anderthalb Minuten. Herr Gammes. Vielen Dank. Ich möchte zunächst einmal dem Vizepräsidenten sehr danken und auch denjenigen, die gemeinsam dieses Reflexionspapier vorgelegt haben. Das ist ein Text, der relativ spät kommt. Wir hatten das eigentlich schon Ende des letzten Jahres erwartet und wir haben das geführt, dass hier noch nicht alle Erwartungen erfüllt sind. Denn wir müssen ja große Herausforderungen erfüllen. Nachdenken ist schön, Handeln ist auch wichtig. Es gibt hier einige Beispiele, ich möchte das erläutern. Also wir haben zum Beispiel das Entwicklungsziel 6, da gibt es mit Wasser, da gibt es die Wasserrahmenrichtlinie und da muss ja ein Bewertungsbericht vorgelegt werden der Richtlinie spätestens bis zum 20. Dezember 2018. Jetzt sind wir schon am 13. Februar angelangt 2019 und haben noch gar nichts Neues gehört zum Thema. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Verordnungen noch eingehalten werden. Dann haben wir den Kommissar Arias Cañete, da gibt es ja das Ziel Nummer 4, Klimawandel. Und da müsste natürlich einiges passieren, gerade auch mit Blick auf die Ziele der Paris-Konferenz. Und wir müssen nun wissen, welchen Weg wir folgen müssen von allen Mitgliedstaaten auf diesem Planeten. Denn wir wissen, dass es keinen Plan und keinen bleibenden Weg gibt. Rhetorik ist das eine, etwas zu tun ist etwas anderes. Das sind zwei unterschiedliche Wege. Das eine klingt schon, das andere zeitigt auch Ergebnisse. Und darum ist es wichtig, dass das Parlament, das sich ja den Wählern stellen muss im Mai, und da wird dann über die Richtung entschieden werden. Vielen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Buhlmann, jetzt für 4 Minuten.
Ja, Frau Präsidentin, werte Vizepräsidentin, ich danke Ihnen, dass Sie heute Vormittag zu dieser wichtigen Aussprache zu uns gekommen sind. Frau Präsidentin, wenn jetzt hier heute das Bild im Saal vielleicht nicht ganz der Bedeutung des Themas entspricht, ist es trotzdem die Aussprache, das Thema, das die nächsten 5 Jahre prägen wird. Alle haben verstanden, dass es hier die federführende Diskussion sein wird. Meine politische Fraktion, meine Partei, wir haben das verstanden. Wir wollen hier Spitzenreiter sein und wollen unsere eigenen Vorschläge vorlegen. Und wir sind doch davon überzeugt, dass wir auch in der Lage sein werden, das unseren Partnern und Freunden hier im Hause im Zuge der Wahlkampagne werden erläutern können und dass das dann auch gleich zu Anfang des nächsten Mandats greifen wird. Vor kurzem waren Tausende in ganz Europa auf die Straßen gezogen, haben die Regierungen aufgerufen, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Wir sind wirklich an die Grenzen unseres Planeten gestoßen. So wie wir produzieren, verbrauchen, gehen die Fischbestände zurück, werden die Böden beschädigt und unserer Gesundheit ist es auch nicht zuträglich. Bei den Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere bei der Jugend, hat man ein Bewusstsein dafür, dass es jetzt an der Zeit ist, zu handeln. Gleichzeitig gibt es soziale Unruhen, die Gilets jaunes in Frankreich, die zeigen, dass da wirklich Frust da ist über die derzeitige Lage. Wut auch über soziale Fragen. Einiges ist wirklich schief im System, wenn ein Pensionär nach 40 Jahren Arbeit sich entscheiden muss, kann ich Geld aufwenden für die Heizung oder fürs Geld und fürs Essen. Und wenn man da stundenlang arbeitet pro Woche, aber trotzdem den Lebensunterhalt nicht bezahlen kann. Und die Jugend hat die Zukunft noch vor sich, aber sie befindet sich in einem Kreislauf von Arbeitslosigkeit und unbezahlten Praktiken. Wie können wir denn davon ausgehen, dass diese Leute jetzt tatsächlich sich einsetzen werden für den Wandel unserer Gesellschaft, damit wir nachhaltiger produzieren und verbrauchen? Die digitalen Riesenunternehmen zahlen quasi null Steuern und verbergen ihren Reichtum in Steueroasen. Da ist was falsch im System. Unsere Gesellschaft befindet sich da in einer ganz tiefen Krise. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten denken deswegen, dass man diese beiden Krisen entschieden zusammen anpacken muss. Die soziale wie die ökologische. Wir kämpfen für einen gerechten Übergang zu einem nachhaltigen Wirtschaftsmodell, das Wohlstand für alle schafft, mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung als unsere Wegweiser. Weil wir wissen, dass unser Planet nicht überleben wird, wenn soziale Ungerechtigkeiten fortbestehen und weil soziale Ungerechtigkeiten nicht auszurotten sind, ohne die Umweltkrise entschieden anzupacken. Und deswegen, sehr verehrte Vizepräsidenten der Kommission, es ist Zeit zu handeln. Ihr Papier macht einen Vorschlag, ein ambitioniertes Szenario 1 zu verfolgen. Wir unterstützen das. Wir wollen nicht mehr darüber diskutieren, welches Szenario das richtige ist. Wir wollen es umsetzen. Weil wir glauben, dass wir keine Zeit mehr haben, müssen wir jetzt die Konzepte setzen, Konzepte entschiedenen Handelns für das neue Mandat. Alle unsere Bereiche in der Politik, ob wir über Regionalpolitik reden, ob wir über Forschungsförderung reden, ob wir über die Art und Weise der Handelsverträge reden, die wir abschließen, müssen sich an diesen Zielen orientieren und wir müssen sie endlich in die Realität bringen, messen, Erfolge feiern und weiter vorangehen. Das sind wir dieser Erde schuldig und unseren Kindern. Thank you. And for 2 minutes, herzlichen Dank, Herr Gerbrandy, jetzt für 2 Minuten. Ja, danke, mevrouw de voorzitter. En ook ik wil de commissie. Herzlichen Dank. Auch ich möchte der Kommission ganz herzlich danken für dieses ausgezeichnete Dokument und auch noch einmal herzlichen Dank für die hervorragenden Beiträge zu dieser Aussprache. Das ist eines der ersten Dokumente, das von der Kommission kommt, wo es jetzt wirklich deutlich wird, dass es dringend ist, dass wir uns mit dieser vielseitigen ökologischen Krise beschäftigen müssen. Klimakrise, Artenvielfalt, Ressourcen, Luftqualität, all das ist in diesem Papier zu finden.
Und ich danke der Kommission herzlich dafür. Und Herr Ullmann sagt es auch schon, zum Glück wird ja auch die soziale Ungerechtigkeit einmal beleuchtet, denn das gehört alles zusammen. Und jetzt kommen die großen Fragen, die gleichen Fragen, die ich auch schon gestellt habe nach der Präsentation der langfristigen Klimastrategie. Wie werden wir das jetzt in konkrete Aktionen umsetzen? Und zwar nicht erst morgen, sondern schon heute. Wenn ich mir jetzt den Vorschlag für den mehrjährigen Finanzrahmen anschaue und wenn wir, da wird ja das Geld auch festgelegt bis zum Jahr 2027, dann muss man sich natürlich schon Fragen stellen. Also wir haben ja hier zwei hervorragende Dokumente von der Europäischen Kommission und dafür brauchen wir auch Maßnahmen. Das Jahr 2030 scheint weit entfernt zu sein, aber eigentlich ist es schon morgen und wir haben nicht mehr viel Zeit, um jetzt hier eine Trendwende herbeizuführen. Eine konkrete Frage an die Kommission. Wann können wir denn jetzt endlich konkrete Vorschläge erwarten? Zum Beispiel eine Anpassung des mehrjährigen Finanzrahmens. Wann passiert das? Also die Agrarpolitik, so wie sie zurzeit geplant ist, erfüllt nicht die Kriterien, die Sie in diesem Papier festgelegt haben. Weshalb sorgen wir nicht dafür, dass alle öffentlichen Ausschreibungen ökologisiert werden? Da haben wir doch einen Riesenmarkt von 2 Billionen pro Jahr. Und dann auch, wie gesagt, also Agrarpolitik genügt nicht unseren Anforderungen und auch nachhaltige Finanzierung. Das ist schön, was Herr Katainen das sagt, aber es geht eigentlich fast nur um die Transparenz. Es wird doch letztendlich auch ganz wichtig werden, wie wir dafür sorgen, dass es ökologische und soziale Investitionen gibt und wie schaffen wir Abschreibungen, damit man andere Investitionen eben nicht leistet. Wir müssen jetzt handeln und zwar nicht erst morgen, sondern heute. Thank you. Vielen Dank. Anderthalb Minuten, Herr Benito Zuluaga. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wir haben dieses Reflexionspapier. Damit versucht die Kommission, uns mal wieder grüne Schlagworte zu verkaufen. Da wird erklärt, dass die EU gut aufgestellt wäre, um federführend zu sein bei der Wende hin zu mehr Nachhaltigkeit. Da wollen wir Pionier sein. Aber wenn wir uns das mal im Detail anschauen, da stellen wir fest, dass die erste Sorge der Kommission das Wirtschaftswachstum ist. Und dann hat man das Gefühl, dass der Gewinn dieser Neuausrichtung nicht unbedingt da ist, wo es sein soll. Nehmen wir das Beispiel der Landwirtschaft. Da wird gesagt, dass da 1,8 Milliarden Wert bis 2030 geschaffen werden könnte. Und da könnte man auch einen Beitrag leisten zur Erholung der natürlichen Ressourcen. Aber man stellt niemals in Frage, dass im großen Ausmaß Pestizide verwendet werden oder dass die GAP eher die großen Betriebe fördert als die lokalen und Biolandwirtschaft. Auch die Energieziele sind nicht ausreichend. Wenn wir uns die Eurostat-Daten anschauen, stellen wir fest, dass es nicht so wahrscheinlich ist, dass das 20%-Ziel für erneuerbare Energieträger bis 2020 erreicht wird. Schauen wir uns das mal an. Die Kommission scheint ja eher Rauchschwaden zu verkaufen oder grüne Schlagwörter, statt das Übel an der Wurzel zu packen. Was ist das? Ein Wirtschaftssystem, das seine Privilegien nicht verlieren will. Die wahrhafte Lösung hat etwas mit einer ökologischen Wende zu tun, die die Interessen der Menschen und des Planeten an die Spitze stellt und nicht das sakrosankte Wirtschaftswachstum. Vielen Dank. Thank you for 2 minutes. Vielen Dank für 2 Minuten, Frau Metz. Merci, Madame la Présidente. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Timmermans hat uns jetzt ein Dokument, ein Reflexionspapier über die Ziele für die nachhaltige Entwicklung der Europäischen Union vorgelegt. Und 3 Szenarien werden präsentiert. In einem der Szenarien geht es darum, noch etwas so weiterzumachen. Wir analysieren, Strategien werden geprüft, welche Ziele sollen verwirklicht werden für die nachhaltige Entwicklung bis 2030. Ziele, Zielvorgaben, die wir ja eigentlich doch schon 2015 bei den Vereinten Nationen abgesteckt haben. Ist es denn jetzt nicht an der Zeit zu reagieren? Greta Thunberg möchte ich zitieren. Panik sollte herrschen, als ob das Haus brennt. Und was machen wir? Wir wägen ab, für oder wieder. Wir denken noch ein bisschen nach. Ist denn das, was man tut, wenn das Haus brennt? Also da müsste man doch rennen, von rechts nach links, löschen, Branddecken suchen und so weiter. Irgendwas, damit das Feuer gelöscht werden kann. Aber
Aber die Entscheidungsträger sollten auch denken an die Jugend. Und die Jugend tut jetzt was. Heutzutage haben wir technische Lösungen parat. Wir können digital den Fußabdruck reduzieren. Natürlich müssen wir da noch einiges tun und müssen wir an der richtigen Stelle ansetzen. Auf europäischer Ebene sind nicht die benachteiligten sozialen Klassen, die hier den Preis für den Klimawandel zu tragen haben. Das ist nicht fair. Es ist nicht so, dass andere leiden müssen, damit wir hier saubere Luft einatmen können. Wir brauchen jetzt die richtigen politischen Prioritäten und das muss man koordinieren im Handel für das Klima. Wir brauchen eine Roadmap mit ehrgeizigen Zielen, Zielvorgaben, Fristen. Ganz klar muss das abgesteckt sein. Im Bereich Energie, Industrie, Mobilität, Landwirtschaft. Der Wandel in ökologischer Hinsicht und solidarischer Art darf nicht mehr auf sich warten lassen. Die Mauer von Berlin ist gefallen. Wir haben den Mond erreicht. Ziele im Bereich Klima können wir auch verwirklichen. Das kann gelingen. Und Jeffrey Sachs hat letzte Woche im Europäischen Parlament noch gesagt, wenn es der EU nicht gelingt, das zu verwirklichen, dann wird niemand es schaffen. Dann kann niemand diesen Planeten retten. Vielen Dank. Thank you. One and a half minutes, Mr. Herzlichen Dank, Herr Etheridge. Jetzt anderthalb Minuten, bitte. Thank you. Herzlichen Dank. Ja, also den Markt kann man nicht buchen. Wir alle möchten in einer besseren Welt leben. Wir alle möchten eine gute Luftqualität. Wir alle möchten eine ökologisch vernünftige Politik haben. Alle möchten das. Niemand möchte ja sich in einer Lage befinden, wie in der Region, wo ich ursprünglich herkomme, dieses Black Country in dem Vereinigten Königreich. Denn um die Zeit des 19. Jahrhunderts, während der industriellen Revolution, wurde das als schwarzes Land Black Country bekannt, weil es wirklich schwarz war zu der Zeit, schwarz von dem Ruß des Rauchs der Hochöfen. Und das war natürlich auch rote Glut während wegen des Feuers. Und die Menschen starben aufgrund dieser Verschmutzung. Deshalb, wir alle wünschen uns eine gesündere Umwelt. Mein Vorschlag, mein Beitrag zu dieser Aussprache ist doch folgendes. Man kann das sicherlich nicht bis zum Jahr 2030 erreichen. Das ist ja nicht schon morgen, wenn man von oben einfach Maßnahmen auferlegt. Dadurch verkennt man die menschliche Natur. Die Menschen möchten sich natürlich verbessern, möchten Wohlstand schaffen durch Handeln. Deshalb müssen wir ein Umfeld schaffen, wo man einfach, wo die Dienstleistungen sich verbessern. Also die Produkte und die Dienstleistungen, die wichtig sind für die Nachhaltigkeit, die müssen attraktiv sein für die Marktkräfte, für die Verbraucher. Die Marktkräfte werden dann die Situation herbeiführen, die wir uns wünschen. Wir alle wünschen uns eine bessere Welt. Es geht darum, wie wir das erreichen, nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Sagt Bill Etheridge für die Fraktion Europa der Freiheit und der direkten Demokratie. Als nächste Rednerin spricht Sirpa Pietikäinen. Etwas ist noch mehr gegen die menschliche Natur, nämlich den Planeten freiwillig zu zerstören und damit auch unsere Lebensgrundlage. Ja, genau das kann man nicht tun. Nachhaltige Entwicklung, das kann man tun. Man muss eben einfach nur die Initiative ergreifen. Darum gilt mein Dank der Kommission für die nachhaltige Finanz- und die Kreislaufwirtschaft. Ja, wir müssen jetzt uns anschauen, wie die nächsten Schritte aussehen für unsere Zukunft. Denn die Herausforderungen wachsen exponentiell und das heißt, Handeln ist jetzt geboten. Wir brauchen ein Handeln auf der richtigen Ebene. Das muss ehrgeizig sein. 5 Vorschläge habe ich dazu. Erstens, wir brauchen eine Monitoring-Plattform. Das hat natürlich mit der nachhaltigen Finanzwirtschaft zu tun. Wir brauchen da eine Lebenszyklusanalyse. Das ist das Zweite. Drittens, nachhaltiges Ökodesign. Die Richtlinie, das muss horizontal sein. Dann spezifische Probleme. Das zum Vierten für nachhaltige Lebensmittel. Auch da sind wir beim gesamten Lebenszyklus angelangt. Und dann die Gebäude und Textilien. Ja, das ist auch eine große Herausforderung bei nachhaltiger Finanzwirtschaft. Ja, da müssen wir uns die entsprechenden Regulierungen anschauen, Verordnungen für Nachhaltigkeitsgrundsätze. Ja, da können wir etwas für mehr Nachhaltigkeit tun und da können wir auch dafür sorgen, dass Kommission, Rat und Parlament auch leisten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau van Beverenhemd. Eine Minute. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte Ihnen danken, denn Sie haben dieses Dokument vorgelegt. Ist schon ein bisschen spät, so am Ende dieser Mandatszeit, aber es ist wichtig, dass die Aussprache jetzt geführt wird und dass wir damit eine Grundlage bilden für die nächste Amtszeit. Ich möchte es mal ganz klar sagen. Wir sind immer so ein bisschen selbstzufrieden. Wir sagen, wir leiden so ein bisschen, haben aber die nachhaltigen Entwicklungsziele. Wir sollten bescheiden ansetzen. Klima, da haben wir viel getan in dieser Mandatsperiode. Wir sind auch stolz auf das, was wir geleistet haben. Es reicht noch nicht, um die Pariser Ziele zu verwirklichen. Und genauso bescheiden sollten wir uns die Ziele für die nachhaltige Entwicklung anschauen und es bei uns umsetzen. Das ist das Wichtige. Erstmal bei uns beginnen. Nicht den Rest der Welt betrachten. Das ist eine radikale Veränderung der Politik in Europa, des wirtschaftlichen Modells. Ich möchte jetzt die drei Szenarien ansprechen. Für unsere Fraktion gibt es nur ein Szenario. Wirklich nur eins. Die anderen beiden können helfen, Hilfestellung bitte, reichen aber nicht aus und fokussieren sich wieder auf den Rest der Welt oder hier und dort wird so ein bisschen was nuanciert an den Rechtsvorschriften. Also nur das erste Szenario. Wirtschaftliche Governance der Europäischen Union wird umgedreht und das wird zu einem nachhaltigen Entwicklungspakt. Vielen Dank. Thank you. One minute, Madam. Herzlichen Dank, Frau Meissner. Eine Minute bitte. Ja, Frau Präsidentin, liebe Vizepräsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wird schon viel gesagt, dass im Moment sich gerade junge Menschen große Gedanken machen um die Zukunft unseres Planeten. Herr Katainen hat gesagt, wir haben nur den einen Planeten. Herr Timmermans hat erinnert an die Sustainable Development Goals. Das ist absolut richtig. Wir müssen uns darum kümmern. Ich möchte meinen Fokus jetzt besonders auf etwas legen, was meistens bei dieser Debatte nicht so im Fokus steht, nämlich auf den Meeresschutz und auf die Ozeane. Ozeane sind enorm wichtig für unser Klima. Sie produzieren Sauerstoff, sie binden CO2, sie sind aber auch ganz stark durch das Klima, durch die Klimaveränderung mit im Nachteil oder benachteiligt und gestört, zerstört teilweise. Wir müssen unbedingt etwas tun, um das zu verhindern und da Besserungen zu schaffen. Wir haben schon eine ganze Menge erreicht durch die Plastikstrategie, durch die entsprechende Single-Use-Plastik-Gesetzgebung, durch Schiffsmüllbeseitigung in Häfen, aber es muss noch viel mehr sein, denn Meere sind auch sehr wichtig für die nachhaltige Zukunft unseres Planeten. Sie sind sehr wichtig als jemand, der Rohstoffe liefert und blaue Biotechnologie, viel blaue Wirtschaft bringen kann. Das geht aber nur, wenn wir die Meere schützen. Und deswegen gehört das unbedingt dazu bei dieser Debatte. Sagt die Politikerin Gesine Meissner. Und als Nächste spricht Maria Heubach für die Grünen. Für eine Minute. Herzlichen Dank, Herr Vizepräsident, Herr Kommissar. Sie haben einen sehr dringlichen Ton in diesem Reflexionspapier. Jedoch passt der Ton nicht zu den langsamen Taten. Erstens, warum kommt das Papier 3,5 Jahre, nachdem wir auf der Ebene der Vereinten Nationen die Agenda 2030 besprochen haben? Und jetzt fehlt uns der konkrete Umsetzungsplan. Ich ärgere mich auch über, was wir hier diskutieren bei Szenario 2 und 3. Die sind absolut nicht zukunftsorientiert. Szenario 3 wirft uns zurück in das Jahr 2000 zu den Millenniumszielen. Das kann es doch nicht sein. Nur Szenario 1 erfüllt diesen Transformationsanspruch, den wir in der Agenda 2030 haben. Aber jetzt diskutieren wir zum Beispiel die Agrarpolitik, die dem überhaupt nicht entspricht, die aber bis 2027 dann gelten wird. Und dann bleiben uns genau noch 3 Jahre, um tatsächlich umzusetzen. Lassen Sie uns jetzt umsetzen. Lassen Sie uns genau dieses Szenario 1 nehmen und in die aktuelle Politik einarbeiten, damit wir dem gerecht werden, was wir uns selbst zum Ziel gesetzt haben. Thank you. 1.5 minutes, Mr. Pospíšil. Herzlichen Dank, Herr Pospíšil. 1,5 Minuten. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já také velmi vítám tuto zprávu. Sice přichází na konci. Herzlichen Dank. Ich begrüße diesen Bericht ebenfalls sehr. Er trifft zum Ende der Legislaturperiode ein, aber er kann eine sehr gute Grundlage sein für das nächste Parlament und auch die nächste Kommission. Ich denke, der Bericht könnte noch ein bisschen ehrgeiziger sein bei der Beschreibung der spezifischen Ziele und ihrer Umsetzung. Ich persönlich bin für das erste Szenario. Ich könnte über die einzelnen Teile sprechen, Luft, Abfall, Wasser und so weiter, aber das haben wir alle schon gehört. Es gibt noch ein weiteres Thema, das meiner Meinung nach sehr wichtig ist. Dieses hängt eng zusammen mit der Nachhaltigkeit
nachhaltigen Entwicklung. Es handelt sich um die Beziehung zwischen Menschen und Umwelt und die Position der Tiere. Ich gehöre einer Gruppe an im Parlament, die eine Initiative fördert, die besagt, dass Käfighaltung verboten wird. Wenn wir von der Umwelt sprechen und davon, wie wir gute, respektvolle Bedingungen für die Menschen schaffen, dann sollten wir dabei auch die Tiere nicht vergessen. Denn ihre Lebens- und Haltungsbedingungen hängen ebenfalls damit zusammen. Wir sollten nicht selbstsüchtig nur über unsere eigene Umwelt sprechen. Herr Kommissar, diese Initiative sollte man ebenfalls berücksichtigen. Wir haben über 350.000 Unterschriften gesammelt. Das ist ein wichtiges Thema. Danke. Vielen Dank, Herr Andrieu. Vielen Dank, Herr Kommissar. Ich freue mich über diesen Bericht zu Ende der Legislaturperiode. Das sollte unser Leitfaden sein, auch für das neue Parlament und die neue Kommission. Jetzt sind wir am Ende eines Modells angelangt, des neoliberalen ökonomischen Modells. Da hat man das Gefühl, dass alles nur auf Wachstum zu setzen und auf Indikatoren nichts bringt. Wir müssen etwas verändern. Das passt nicht mehr zu den Herausforderungen, die gerade durch die nachhaltigen Entwicklungsziele gestellt werden. Und wir müssen daher uns ausrichten durch eine ganze Reihe von Faktoren. 40% von Insekten verschwinden von unserer Erde. Ja, das ist doch ein ganz wichtiger Indikator. Wir können nicht einfach so weiter wurschteln wie in der Vergangenheit. Wir müssen auch berücksichtigen bei der Kohäsion, dass da 32% für das Klima verwendet werden. Oder bei der GAP müssen wir dafür sorgen, dass Lebensmittelerzeugung und Gesundheit in den Mittel Punkt gestellt werden. Wir können nicht weitermachen mit dieser Ausrichtung der Politik wie in der Vergangenheit. Das ist eine riesen Herausforderung und wir müssen jetzt gemeinsam uns diese Herausforderungen unserer Verantwortung stellen für Europa und für den gesamten Planeten. Thank you. 1.5 minutes, Mr. Sonik. Anderthalb Minuten, Herr Sonik. Ja, vielen Dank. Wir müssen den Herausforderungen entgegentreten, gerade mit Hinblick auf die Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele, Kohäsionspolitik. Wir müssen natürlich zusammenarbeiten und wir müssen jetzt auch an neuen Indexen arbeiten. Und wir haben dann diesen Monitoring und die Entwicklungszusammenarbeit dabei ist auch wichtig. Und darum freue ich mich über dieses Reflexionspapier der Kommission für ein nachhaltiges Europa bis 2030. Und es ist wichtig, dass wir darüber nachdenken, auf welche Art und Weise die EU auch weiterhin die nachhaltigen Entwicklungsziele erreichen kann. Das Dokument kommt jetzt relativ spät. Das war ja eigentlich für Ende 2018 schon angemahnt. Und das macht natürlich die Zeit jetzt knapp. Es ist kaum noch politische Zeit, etwas dafür zu sorgen, dass eine entsprechende Strategie angesetzt wird. Ich denke, dass das erste Szenario, wo es um einen Fortschritt gibt, also das ist natürlich ein Fortschritt zur jetzigen Situation. Das ist ein ehrgeiziges Szenario und komplex. Und ich denke, dass da die Mitgliedstaaten der EU gemeinsam sich daran machen müssen, dieses Ziel zu erreichen. Ich hoffe, dass dieses Reflexionspapier und die Strategie, die dann vorbereitet werden muss bis April seitens der Kommission als ein wichtiges Signal wahrgenommen werden vom neuen Kollegium der Kommission und auch vom neu zu wählenden Parlament. Vielen Dank. Jetzt kommt Frau Valenciano, aber sie ist wohl nicht im Haus. Deswegen jetzt für eine Minute Frau Bresso. Thank you. I apologize. Yeah. I was not with the headphone. Signori commissari, werte Kommissare, Frau Vizepräsidentin, werte Vizepräsidenten, Herr Kommissar Katainen hat recht, wenn er sagt, wenn wir die nachhaltigen Entwicklungsziele erreichen wollen, dann brauchen wir viel Schulung und Training. Und vielleicht könnte man dem Transportminister auch mal einen Kurs anbieten, denn der hat gestern eine Umweltfolgeabschätzung
Lösung vorgelegt, in der er zeigt, es wäre besser, die Waren und Personen in Autos zu transportieren und nicht und Lastwagen und nicht in Zügen, obwohl wir doch beweisen können und belegen können, dass das Gegenteil zutrifft. Ich möchte der Kommission für die Vorlage dieses Berichtes danken. Das ist eine gute Grundlage und viele Kollegen haben schon darauf hingewiesen, das ist zukunftsweisend. In der nächsten Mandatszeit werden wir diesen Bericht in Konkretes ummünzen müssen, in Arbeitsinstrumente. Die Kollegen haben auch schon daran erinnert, wir haben ja jetzt nicht Frau Valenciano, vielleicht bekomme ich etwas mehr Zeit. Also die Kollegen haben ja auch daran erinnert, soziale Aspekte sind wichtig. Vielen Dank. Ja, es tut mir sehr leid. Vielleicht überlegen Sie, weshalb ich heute besonders streng bin. Das hängt damit zusammen, dass gestern wir alle bis 10 Minuten nach Mitternacht hier noch anwesend waren. Das soll heute nicht noch einmal passieren. Wir kommen jetzt zum Catch the Eye. Wenn alle sich an die Zeit halten, bekommen auch alle das Wort. Erster auf der Rednerliste ist Herr Hetman. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, die Fortschritte bei der Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele seitens der EU wären gut, gerade mit Hinblick beim Kampf gegen Armut oder für eine bessere Gesundheit. Aber wenn man sich das anschaut, ist es natürlich gar nicht so schlecht. Wir stehen vorne dabei. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir uns zufrieden auf die Schultern klopfen sollten, sondern wir sollten weitere Herausforderungen annehmen und sollten dafür sorgen, dass die nachhaltigen Entwicklungsziele voll erreicht werden. In den nächsten Jahren stehen große Herausforderungen vor uns mit Hinblick darauf, dass wir nachhaltig mit unseren Ressourcen wirtschaften, dass wir die Kreislaufwirtschaft vorantreiben und dass wir die Energiewende vorantreiben. Wir brauchen hier gute Lösungen. Dafür muss zusammengearbeitet werden, auf der internationalen Ebene, aber auch auf der lokalen Ebene. Das heißt, die Kommission, die Regierungen, aber auch NROs und die Unternehmen müssen ins Boot geholt werden. Der neue strategische Plan für die EU sollte auch sagen, in welche Richtung die Taten vollzogen werden, damit wir gemeinsam etwas erreichen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Grappini. Ja, und Sie sehen, jetzt geht es in das Catch-the-Eye-Verfahren. 5 Minuten haben verschiedene Abgeordnete auf Zuruf quasi die Möglichkeit, hier auch nochmal die Position zu beziehen, zu dem hier von der Kommission eingereichten Papier zur EU-Strategie 2030 bei dem Thema Nachhaltigkeit. Und danach wird nochmal die Kommission darauf reagieren und wir hören wieder rein in die Debatte, die jetzt der hier im Europäischen Parlament weiterläuft. Es gibt nämlich einen wichtigen Unterschied zwischen dem Nachdenken und dem Handeln. Es ist so, dass die europäische Wirtschaft ja auch Auswirkungen hat auf das Leben der Menschen. Das Vertrauen der Bürger zum europäischen Aufbauwerk ist wichtig. Wir alle möchten, dass Europa weiterhin existiert. Deshalb müssen wir überlegen, wie wir dafür sorgen können, dass dieses Konzept für alle gilt. Wie können wir das transparent gestalten? Wir haben in den Mitgliedstaaten verschiedene Krisen gehabt, Frankreich, Italien, Niederlande, in meinem Land Rumänien. All diese Krisen sind unterschiedlich behandelt worden. Und ich denke, dass dadurch das Vertrauen untergraben wird zur nachhaltigen Wirtschaft. Ich bin für Szenario 1. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank. Die nachhaltige Entwicklung muss den Menschen in den Mittelpunkt stellen, ansonsten kann sie nicht funktionieren. Das heißt, dass wir uns wirklich für den Wohlstand der vielen interessieren möchten und nicht nur für Wohlstand der wenigen zugutekommt. Man muss hier im Bereich der Produktion und des Konsums eingreifen. Herr Timmermann sagte das auch schon zu Recht. Wir müssen uns aber auch um das Thema der Verteilung kümmern. Die Verteilung muss gerecht sein. Es wird sehr viel Reichtum in der Europäischen Union und auch weltweit produziert. Leider ist es jedoch so, dass dieser Reichtum nicht richtig verteilt wird. Es gibt keine Gerechtigkeit. Es gibt bestimmte Bevölkerungsschichten, die zurückgeblieben sind. Und deshalb müssen unsere Maßnahmen dafür sorgen, dass auch diejenigen unterstützt werden, die arbeitslos sind, die arm sind. Das heißt, Maßnahmen im Bereich der Wirtschaft, Förderung der Kreislaufwirtschaft, Förderung der Ausbildung, der Forschung, der Technologie. Wir brauchen ein anderes Modell. Das heißt, ist auch eine gerechte Handelspolitik. Und da müssen wir ansetzen. Danke. Als nächster kommt Herr Polczak.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich danke der Kommission dafür, dass sie das Reflexionspapier vorgelegt hat, auch wenn ich der Meinung bin, dass es doch etwas eher hätte vorgelegt werden können. Ein ganzheitlicher Ansatz ist so entscheidend für unsere Zukunft und das sollte sich auch in allen unseren politischen Ansätzen widerspiegeln. Wir müssen uns der Tatsache bewusst sein, dass es große Lücken gibt und zwar überall und es muss jetzt wirklich was getan haben. Viele tun so, als hätte man Zeit und könnte noch etwas zuwarten, aber dem ist nicht so. Der Klimawandel vollzieht sich, die Emissionen, unsere Ozeane werden mit Plastikmüll verschmutzt, das sind alles ganz wichtige Themen und ich glaube, dass die Europäische Union hier doch eine Gemeinschaft der Staaten ist, die sich dieser Herausforderung stellen kann. Gerade die Jugend tut jetzt etwas, die ist sich der Tatsache bewusst, dass es um ihre Zukunft geht, die ruft uns auch auf die Jugend da, noch etwas nachzulegen. Und die Kommission sagte, wir haben nur einen Planeten. Bevor wir andere kolonisieren, sollten wir diesen retten. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrter Franz, Europa hat mit den 17 entwicklungspolitischen Zielen 2030 eine herausragende Chance, soziale, ökologische und ökonomische Gerechtigkeitsfragen zusammenzuführen. Das betrifft Europa, aber auch die ganze Welt. Diese Ziele müssen der Katalysator und der Motor unserer Europapolitik werden. Ich bin dankbar, dass du bei der Anhörung letzte Woche gesagt hast, dass wenn du Kommissionspräsident werden würdest, du das zur Chefsache machst und jedem Kommissar das ins Portfolio mit reinlegst. Du hast gesagt, dass wir unser Konsum und unser Produktionsverhalten daraufhin anpassen müssen. Genau das ist wichtig. Wir haben damit begonnen zum Thema Konfliktmineralien. Und wir müssen weitergehen. Die Deutschen und die Niederländer haben dazu eine Textilinitiative auf den Weg gebracht, die rechtlich verbindliche Sorgfaltspflichten mittlerweile mit einbedenkt. Das ist ein wichtiger Schritt und das ist klare, auch sozialdemokratische Politik, für die wir stehen. Udo Bullmann hat gesagt, wir müssen jetzt nicht nur über Szenarien reden, sondern handeln und sie umsetzen. Und dazu fordere ich uns alle auf, dazu lade ich uns alle ein. Das ist ein spannender neuer Weg, wie wir Politik machen können. Danke. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, den Abgeordneten kennen Sie sicherlich. Arne Lietz war das von der S&D und er hat natürlich hier gerade seinen Parteikollegen Franz Timmermans angesprochen, der hier dieses Positionspapier der Kommission eingebracht hat. Ist die Politik der EU wirklich weltweit Spitze? In den letzten Jahren ist Europa zu einem Pionier der Nachhaltigkeit geworden mit wirklich sehr hohen sozialen und umweltpolitischen Standards. Aber die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind sehr komplex. Wir müssen dringend handeln. Ökologische Schuld, Klimawandel, Migration, demokratischer Wandel, Ungleichheit, wirtschaftliche und soziale Konvergenz, all das müssen wir behandeln. Das Reflexionspapier über ein nachhaltiges Europa spricht über Politik, die bereits schon festgelegt wurde in der ursprünglichen Strategie, gerade auch der UNO-Strategie 2030. Es ist so, dass die Kreislaufwirtschaft potenziell in der Lage ist, über 1 Million neue Arbeitsplätze in der EU zu schaffen. Und mit sauberer Energie können genauso viele weitere geschaffen werden. Im Dokument fehlen jedoch eine ganze Reihe von kritischen Maßnahmen, nämlich eine Analyse dessen, was dazu geführt hat, dass es eine Verlangsamung gab, was es unmöglich gemacht hat, die Ziele von Europa 2020 zu erreichen. Danke. Vielen Dank, Herr Blanco López. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Die Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele, da bleibt noch viel zu tun. Und es kann nicht sein, dass wir da noch viel nicht erreicht haben, zum Beispiel mit Hinblick auf die Nachhaltigkeit der Ozeane oder bei der Energie. Da könnten wir ja sagen, dass wir es geschafft haben, Wachstum und Emissionen zu entkoppeln. Aber jetzt haben die Emissionen 2017 wieder angefangen zu steigen. Wir sollten uns nicht vormachen. Der einzige Weg ist die Nachhaltigkeit, sozial und auch Umweltnachhaltigkeit. Die Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele ist ein moralischer Imperativ. Unser Planet braucht entschlossenes Handeln. Ohne Unterlass, das ist unerlässlich, um dafür zu sorgen, dass wir die schlimmsten Konsequenzen des Klimawandels nicht erleiden. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, Herr Kommissar, Herr Kommissionspräsident, ich hoffe, dass Sie der zukünftige Präsident sind, denn ich weiß sicher, dass Sie das Szenario 1 in Zukunft vertreten werden in der Kommission und dass wir die beste Ausgangslage da haben. Aber wir dürfen es uns nicht zu einfach machen.
Dieses Parlament hier ist ein gleichberechtigter Mitspieler. Wir müssen aufzeigen, nicht nur jetzt im Wahlkampf, sondern auch in der ständigen Auseinandersetzung, wer die Kräfte sind, wer die einzelnen Abgeordneten in diesem Haus sind, die gerade daran arbeiten, dass diese nachhaltige Politik in Europa, sei es in Klimafragen, sei es in Landwirtschaftsfragen, sei es in sozialen Fragen, nicht umgesetzt wird. Denn wir haben es auch heute wieder gehört, es sind die Kolleginnen und Kollegen in diesem Haus, die Fake News verbreiten, die ungerechtfertigte, wissenschaftlich nicht haltbare Behauptungen aufstellen, dass Klimapolitik Arbeitsplätze gefährdet, dass eine nachhaltige Landwirtschaftspolitik ohne Pestizide unsere Landwirtschaft gefährdet. Das sind die Fake News, die wir bekämpfen müssen, jetzt im Wahlkampf und in der Auseinandersetzung tagtäglich. Ich glaube, die Kommission hat was Gutes vorgelegt. Es wird an uns liegen, es umzusetzen. Thank you, and indeed we now give the floor back to Vice President. Jetzt Vizepräsident Katainen. Frau Vorsitzende, werte Abgeordnete, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Ideen und diese doch lebhafte Aussprache über das Thema Nachhaltigkeit. Ich möchte zunächst einmal sagen, dass es ein Fehler wäre zu denken, man hätte jetzt nichts getan in dieser Mandatszeit und dass man jetzt quasi erstmal loslegen müsste, dass das jetzt quasi der Punkt Null wäre und man jetzt anfängt. Nein, ich kann schon ein paar Beispiele nennen. Paris, das Klimaschutzübereinkommen, die Rechtsvorschriften, das Kreislaufpaket, die Plastikstrategie, die soziale Dimension und den Investitionsplan für Europa. Das sind nur konkrete Beispiele, einige an der Zahl, die wir schon angenommen haben und die werden sich auch auswirken auf das Thema Nachhaltigkeit in der Zukunft. Jetzt möchte ich hier zwei unterschiedliche Blickwinkel mal anlegen. Einerseits die soziale Nachhaltigkeit. Ich war in vielen Mitgliedsländern und habe dort mit eigenen Augen gesehen, dass es diejenigen gibt, die voranschreiten im sozialen Dialog, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Wie geht es darum, da Arbeitsplätze zu schaffen für alle. Und andere hingegen haben da nichts getan. Und ich glaube, da könnte eine neue Kluft auftreten in Europa. Es gibt Länder, die verstehen, dass man da Augenmerk drauflegen muss. Und zwar mehr als vorher für diejenigen, die am wenigsten ausgebildet sind. Und dann die Qualität von Schulung und Training, die muss hochwertig sein. Also wenn die Mitgliedsländer, wenn die Regierungen und die Sozialpartner da diese Verantwortung nicht ernster nehmen, als sie es bislang getan haben, dann haben wir da eine neue Herausforderung der Skills, der beruflichen Qualifikation. Das wäre meine erste Botschaft. Ich glaube, dass Bildung, Ausbildung, dass es da um den wichtigsten sozialen Faktor geht, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Dann jetzt der wirtschaftliche Blickwinkel. Die Kreislaufwirtschaft, wie Produkte entworfen werden, wie sie nachhaltig finanziert werden. Da würde ich gerne mal drei konkrete Beispiele nennen. Und das sind eben gerade die, die ich gerade angeführt habe, die auch zu einer verbesserten Nachhaltigkeit beitragen können. Ich konnte da das Gespräch führen mit vielen Vertretern von Finanzinstituten, die bei uns darum ersuchen, dass klare Vorgaben geschaffen werden zum Thema nachhaltige Finanzierung. Sie sagen, unsere Kunden wünschen Anlagemöglichkeiten im nachhaltigen Bereich. Und darum kümmert sich auch die Kommission derzeit. Der Finanzsektor will da was tun. Die sind dazu bereit, denn die Verbraucher wünschen das, klopfen bei ihnen an. Und wenn es da gelingt, nachhaltige Finanzkriterien und eine Taxonomie zu schaffen, dann wird sicherlich da eine andere Ausrichtung gewählt werden können. Und dadurch wird sich vieles ändern. Dann die Kreislaufwirtschaft. Die Privatwirtschaft ist da derzeit der Vorreiter. Und in diesem Hause hat man Innovationen auch immer unterstützt und diese Entwicklung mitgetragen, auch im Produktdesign. Wir Verbraucher wollen, dass es nachhaltigere Businessmodelle gibt, dass es nachhaltiger zugeht beim Verbrauch, dass Produkte repariert werden können zum Beispiel. Und da
bin ich gar nicht so besorgt. Ich glaube, da in dem Bereich können wir die nachhaltigen Entwicklungsziele verwirklichen, wenn wir gerade die richtigen Themen aufgreifen und natürlich die Privatwirtschaft auch mit an Bord behalten. Denn es sind nicht nur wir, die Gesetzgeber oder die Entscheidungsträger, die da etwas ändern können. Nein, nein, es ist auch die Privatwirtschaft, die da hinzukommt. Und wir haben als Rolle, da bessere Bedingungen zu schaffen für diese nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung, wodurch dann die anderen Partner auch eben ihren Beitrag leisten können. Soziale Gleichheit, Ökologisierung, nachhaltiger wirtschaftlicher Wachstum, das können wir in Zukunft miteinander verzahnen. Und so schwierig muss es gar nicht sein. Juri Kataen haben Sie hier gehört. Er ist einer der Vizepräsidenten der Europäischen Kommission und er hat hier noch einmal gesprochen zu dem Reflexionspapier, das hier heute von der Kommission eingebracht worden ist zum Thema Nachhaltigkeit. Eigentlich sollte jetzt noch Frans Timmermans sprechen, der ja dieses Reflexionspapier hier eingebracht hat, aber es geht direkt weiter in der Debatte. Und zwar spricht jetzt Andrej Novakov. Der nächste Debattenpunkt, der dreht sich nämlich um die Regionalförderung der Europäischen Union. Immerhin ein Drittel des europäischen Haushalts. Etwa 350 Milliarden Euro, mit denen die Angleichung der Lebensstandards in den verschiedenen europäischen Ländern ausgeglichen werden sollen. Und hier gibt es jetzt einen Redebeitrag von Andrej Novakov von der EVP. Er ist Berichterstatter für seine Partei und er wird hier den Debattenpunkt, um den es jetzt geht, in die Debatte einbringen und hier die ersten Ausführungen zu der Frage der Regionalpolitik machen. Wir hören in seine Rede. All das im Namen der Kohäsionspolitik, im Namen aller Regionen der EU, der reicheren und der nicht so reichen Regionen, der Regionen in äußerster Randlage, ländlicher oder Bergregionen. Es war im Namen von jedem. Für eine lange Zeit war die Kohäsionspolitik oft ein Verhandlungsschip. Manche dachten, dass da immer ein bisschen hergegeben werden muss und andere dachten, dass sie darauf einen Anspruch hätten. So ist es nicht. Die Kohäsionspolitik ist es zu einem Wert geworden. Das ist mehr als nur Instrumente und Programme. Die Kohäsionspolitik gehört jetzt zu den Dingen, die zu den Grundfesten der EU gehören. Das ist ein Faktor des Zusammenhalts der Mitgliedstaaten geworden. Und das heißt eben auch mehr Finanzierung. Und das heißt auch, dass wir darauf beharren werden, dass wir 40 Milliarden mehr bekommen. Und das heißt auch, dass die ärmeren Regionen weniger als Kofinanzierung berappen müssen. Wir müssen berücksichtigen, dass es nach wie vor Regionen gibt, die bessere Straßen brauchen, mehr Flughäfen, mehr Bahnhöfe oder Häfen, die brauchen eine bessere Infrastruktur. In dieser Welt leben wir. Von nun an müssen wir über etwas sehr Wichtiges nachdenken. Manche sagen, dass wir jetzt einen Clash sehen werden zwischen extremen und Mainstream-Parteien. Es gibt eigentlich nur zwei Richtungen, nach oben oder nach unten. Wir wollen nach oben. Wir wollen eine stärkere EU. Wir wollen auch den Populisten einen vor den Bug geben. Und wir wollen ein stärkeres Europa. Wir wollen, dass Europa von jedem verstanden wird und jeden erreicht. Wenn es hier Menschen gibt, denen die EU am Herzen liegt, dann heißt das, dass auch das kleinste Dorf in der EU in ihrem Herzen wohnt, auch diejenigen, denen es am schlechtesten geht. Und solange wir solche Regionen und solche Menschen haben, brauchen wir die Kohäsionspolitik. Kollegen, wir stehen vor einer großen Herausforderung. 10 Monate Arbeit waren notwendig, um so weit zu kommen. Für uns war es sehr wichtig, denn wir wollen zeigen, dass das Europaparlament den Bürger in den Mittelpunkt stellt. In 100 Tagen werden wir bewertet werden oder müssen wir Antworten liefern. Wie viel bekommen die Regionen? Wie viel bekommen die Landwirte? Wie viel Mittel
werden für Umweltschutz, für Studenten, für die Landwirtschaft bereitgestellt werden. Und besonders wichtig ist, nach welchen Spielregeln wird das verteilt werden, welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden. Unsere Hauptaufgabe war, dass diesen Text, diesen Entwurf rechtzeitig abzuschließen, und ich freue mich, dass uns das gelungen ist. Jetzt müssen wir erklären, was wir getan haben, und wir müssen das auf verständliche Art und Weise zu tun, denn all diese verschiedenen Programme und Politiker sind ja für die Menschen da, für Studenten, für Landwirte, für die Geschäftswelt. Und Ihnen allen müssen wir zeigen, dass Europa aktiv für den Bürger arbeitet. Vielen Dank. Sagt hier Andrei Novakov als Bulgare, erinnerte er auch nochmal, wie viel Geld natürlich auch sein Land zur Verfügung gestellt bekommen hat über die Regionalfonds. Und das waren insgesamt 5,8 Milliarden Euro plus 3 Milliarden für den Sozialfonds. Eine ganze Menge finanzieller Mittel, die geholfen haben, dem Land einen Angleich an die anderen europäischen Staaten zum Gelingen zu bringen. Als nächstes spricht Constanze Krehl von der S&D. Am 22. Januar abgestimmt. Warum haben wir ein solches Tempo vorgelegt? Wir wollen zügig anfangen mit den Verhandlungen über die zukünftige Kohäsionspolitik mit dem Rat, weil ich glaube, dass wir das den Bürgerinnen und Bürgern, den Regionen, den Städten und Gemeinden schuldig sind, dass sie Planungssicherheit haben, wofür sie ihr Geld nach 2020 ausgeben können, dass sie beginnen können, ihre Ideen umzusetzen. Wir schlagen, denke ich, einen guten Kompromiss vor dem Haus, das heute darüber entscheiden soll. Wir fordern 378 Milliarden Euro für alle Regionen in der Europäischen Union für die Kohäsionspolitik. Und gerade nach der vorangegangenen Debatte um Nachhaltigkeit freue ich mich, sagen zu können, dass wir Ihnen vorschlagen, 30% der Mittel der Regionalpolitik gegen den Klimawandel einzusetzen. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Signal, was wir aussenden. Wir wollen, dass die Regionen weiterhin in drei Kategorien unterteilt werden, die schlechter entwickelten, die besser entwickelten und die Übergangsregionen. Ich glaube, das wird den Anforderungen der Regionen gerecht. Wir wollen, und da unterstützen wir die Kommission, dass die Europäische Union smarter wird, das ist immer gut, dass sie sozialer wird und grüner, dass sie aber auch näher bei den Bürgerinnen und Bürgern ist und dass wir besser miteinander verbunden sind, dass also sowohl die Kommunikations- wie die digitale Infrastruktur ausgebaut wird. Wir folgen der Kommission in den Vorschlägen zu massiven Vereinfachungen der Verfahren. Das wird von uns unterstützt. Aber wir engagieren uns auch wieder für ein sehr starkes Partnerschaftsprinzip. Die Einbeziehung der Wirtschafts- und Sozialpartner auf der einen Seite, aber auch der lokalen engagierten Abgeordneten in den Kreistagen, in den Städtetagen und der NGOs, die in den Regionen aktiv unterwegs sind. Wir wollen, dass die Kindergarantie einbezogen wird in den europäischen Sozialfonds. Wir wollen, dass die Social Pillar und die nationalen Energy and Climate Plans einbezogen werden in die strategischen Planungen der zukünftigen operationellen Programme. Das Europäische Parlament hat für die Regionen die Kofinanzierungssätze der europäischen Fonds hochgesetzt auf das jetzige Niveau, für die Übergangskategorien sogar noch ein Stück mehr, damit auch genügend Möglichkeiten sind, die Kofinanzierung, die auf nationaler Ebene getätigt werden müssen, auch leisten zu können. Ich glaube, es ist auch wichtig, an der Stelle zu sagen, dass wir auch die Outermost Regions nicht vergessen, die manchmal so weit weg scheinen, die aber doch wichtig sind für unsere Europäische Union und die darauf hoffen, dass die Europäische Union sie auch zukünftig unterstützt. Genauso wie wir fordern, dass wir ein Sicherheitsnetz für Regionen haben, die unerwartet in seltsame Situationen kommen. Ich mache ein Beispiel. Eine Region ist in der jetzigen Förderperiode besser entwickelt eingeteilt, kommt in einen niedrigeren Status der Wirtschaftsentwicklung und bekommt zukünftig dann noch weniger Geld. Das kann es nicht sein. Ich glaube, hier müssen wir etwas tun. Ich bin sehr froh, dass wir einen Artikel einführen, der
generelle horizontale Bedingungen und Kriterien wie die Einhaltung der Menschenrechte, die Geschlechtergleichstellung, Antidiskriminierung, die Nachhaltigkeitsziele und vieles andere mehr in den Fokus auch der zukünftigen Kohäsionspolitik stellt. Und ich bin sehr froh, dass wir mit dem Europäischen Sozialfonds ESF Plus den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit, den Kampf gegen Armut und für soziale Integration aufnehmen und dafür deutlich mehr Geld zur Verfügung stellen. Für meine Fraktion sind zwei Dinge noch besonders wichtig. Wir wollen, dass es zukünftig keine Verknüpfung gibt von europäischer Regionalpolitik und makroökonomischen Konditionalitäten. Das halten wir für nicht angebracht. Und ein zweiter wichtiger Punkt. Ich freue mich sehr, dass wir dem Haus vorschlagen können, dass der Fonds für die ländliche Entwicklung ein wenig mehr unter das Dach der Kohäsionspolitik wieder zurückgeführt wird. Für uns ist die Entwicklung von ländlichen Regionen mehr als nur die Förderung von Landwirten. Wir müssen deutlich höhere Anstrengungen machen, um diese Regionen mitzunehmen und weiterzuentwickeln. Dankeschön. Constanze Krehl, die hier sprach als eine der Berichterstatter zum Thema Kohäsionsfonds. Sie fordert unter anderem 378 Milliarden Euro mehr Geld für die Regionen, ein ganzes Stück Geld und vor allen Dingen auch eine Politik für die Bürger, wie sie sagt, die dann auch sichtbar wird bei der Angleichung der Lebensverhältnisse der Europäischen Union und ihrer einzelnen Länder. Als nächste Rednerin sollte jetzt eigentlich Corinna Cretu sprechen, aber wir gucken mal, ob es sich um die Kommissarin für Regionalpolitik handelt. Ganz herzlich danken für die Beiträge. Es ist ganz wichtig, dass wir eine neue Verordnung haben werden, die sich auf das stützt, was wir aus der Vergangenheit gelernt haben. Zunächst einmal Vereinfachung. Zum ersten Mal nur eine einzige Verordnung, um die 7 Fonds abzudecken, die unter geteilter Mittelverwaltung sich befinden. Seitdem ich Kommissarin bin, habe ich überall die gleichen Beschwerden gehört, egal wo ich war. Und ich war wirklich betrübt zu sehen, dass junge Menschen aufgegeben haben, unsere Mittel in Anspruch zu nehmen aufgrund der Bürokratie, der Komplexheit, aufgrund der langen Fristen. Jetzt haben wir ein Handbuch verfasst. Wir haben jetzt diese eine Verordnung, um die 7 Fonds abzudecken, und das ist auch ein Meilenstein für die Qualität. Ich möchte Frau Krehl ganz herzlich danken, sowie Herrn Novakov. Ich möchte auch allen Abgeordneten des Regionalausschusses danken, der Frau Vorsitzenden, Frau Michaelova, sowie allen anderen Kollegen, all denjenigen, die einen Beitrag zu diesem Bericht geleistet haben. Sie verdienen wirklich ein sehr dickes Lob für die Effizienz und die Qualität der Arbeit, die Sie innerhalb sehr kurzer Zeit geleistet haben. Ich freue mich, dass Sie die Schlüsselelemente des Kommissionsvorschlags unterstützt haben, und ich möchte Sie um Ihre anhaltende Unterstützung bitten, damit diese Punkte auch in die Praxis umgesetzt werden können. Für uns beinhalten diese Punkte zunächst einmal Partnerschaftsabkommen für alle 27 Mitgliedstaaten und für alle 7 Fonds. Sie wissen ja, dass dieser Gedanke beim ASTV besprochen wird, dass es unterschiedliche Standards für unterschiedliche Länder geben sollten. Aber in Ihrem Bericht wird zu Recht der Nachdruck gelegt auf Strategien und Koordinierung. Wir können hier nicht akzeptieren, dass man mit zweierlei Maß misst, dass einige Mitgliedstaaten besser behandelt werden als andere. Wir können nicht akzeptieren, dass einige Fonds koordiniert werden, andere aber nicht. Deshalb hoffe ich wirklich, dass ich mich dabei auf Ihre Unterstützung verlassen kann. Ein zweites Schlüsselelement, da geht es um neue politische Ziele. Da möchte ich Ihnen erneut danken für Ihre Unterstützung. Wir alle möchten, wie Sie auch bereits sagten, Frau Krehl, ein Europa, das intelligenter ist, grüner, stärker vernetzt, sozialer, das den Bürgern näher steht. Unsere 5 neuen politischen Ziele sind ein Schritt in die richtige Richtung. Für uns ist das ganz wichtig, dass das auch während der Verhandlungen
erhalten bleibt. Dann drittes Schlüsselelement, eine wichtige Halbzeitüberprüfung, die Sinn ergibt. Ich weiß, dass es hier keinen einstimmigen Ansatz gibt. Ich möchte Sie jedoch bitten, weiterhin offen eingestellt zu sein. 5+2 Programmplanung ist wichtig für eine sinnvolle Überarbeitung. Unsere Erfahrung hat uns gelehrt, dass wenn alle Mittel schon zu Beginn festgelegt sind, dass man dann weniger Flexibilität hat. In dieser Planungsperiode hat man sehr viele unerwartete Ereignisse, Migrantenbewegungen, Erdbeben in Italien, Ereignisse in Belgien. Wir müssen deshalb flexibel bleiben. Wir haben versucht, auf diese neuen Herausforderungen einzugehen. Also wenn man Abschritte macht von diesem Planungszeitraum, dann bedeutet das weniger Flexibilität. Dann, das erste Schlüsselelement, noch einmal Vereinfachung. Das habe ich am Anfang erwähnt, möchte ich am Schluss auch noch einmal ansprechen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung dabei. Herzlichen Dank, dass auch Sie eine Vereinfachung möchten. Viele Punkte bei diesem Vorschlag stützen sich auf Anregungen und Gedanken aus allen Mitgliedstaaten, aus allen Kohäsionsfamilien. Wir haben ja inzwischen ein Handbuch mit verschiedenen Vereinfachungsmaßnahmen. Wir haben die Programme vereinfacht und gestrafft. Wir haben die Zahlungsansprüche vereinfacht. Wir haben das Auditverfahren vereinfacht. Ihre anhaltende Unterstützung bei diesen Punkten ist wirklich wesentlich, sowohl kurz- als auch langfristig, um sicherzustellen, dass die Vereinfachung jetzt nicht wieder verbessert wird, dass man ein richtiges Gleichgewicht hat. Abschließend, sehr geehrte Damen und Herren, ist es jetzt an der Zeit, mit den Gesprächen im Trilog anzufangen. Also wir können nach der heutigen Abstimmung dann mit dem Trilog beginnen. Ich möchte allen ganz herzlich danken. Das Parlament hat sich schon mit diesem Bericht bereit gezeigt. Ich möchte natürlich auch den Rat bitten, jetzt die Gunst der Stunde zu nutzen bei den Trilogen. Das muss geschehen. Die Qualität des Vorschlags muss aufrechterhalten werden, damit wir eine effektive, moderne Kohäsionspolitik haben. Wir haben nicht mehr viel Zeit und müssen hart und schnell arbeiten. Wir wissen sehr wohl, unsere Schätzungen lauten, wenn wir mit der Umsetzung nicht bereits am ersten Tag des nächsten Planungszeitraums beginnen, 1.1.2021, dann werden über 100.000 Projekte in den Mitgliedstaaten gefährdet werden, werden vielleicht nicht unbedingt abgeschlossen werden können. Es liegt in unseren Kräften, hierfür zu sorgen, dass es alles so gut wie möglich über die Bühne geht. Sagte Corinna Creto hier für die EU-Kommission und sprach davon, dass es jetzt um einen Trilog geht. Und sie meint damit natürlich den Trialog zwischen Europäischer Rat, Kommission und auch dem Europäischen Parlament über den Kohäsionsfonds und die Regionalförderung. Und als nächstes spricht ein Abgeordneter, der aus dem gleichen Land wie Corinna Creto stammt, nämlich Siegfried Moreschan. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Haushaltsausschusses und stellvertretendes Mitglied im Wirtschafts- und Währungsausschuss. Weil hier die grundlegenden Regeln festgelegt werden, wie diese Mittel ausgegeben werden in den 7 Jahren nach 2021. Wir haben vielleicht noch keine konkreten Beträge. Das hat natürlich auch mit den Verzögerungen im Rat zu tun, die ich gerne verstehen würde. Aber unser Standpunkt, die Abstimmung im Parlament wird bestimmen, wie das Geld ausgezahlt wird, an wen und unter welchen Voraussetzungen. Aus dem Haushaltsausschuss war meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Parlamentsstandpunkt zum MFR auch Bestandteil dieser Verordnung ist. Wir verlangen zwei Dinge. Erstens, dass die Beträge für die Kohäsionspolitik gleich bleiben oder ansteigen, denn das erwarten die Menschen in Europa. Mehr Wachstum, mehr Wettbewerbsfähigkeit, bessere Infrastruktur. Mehr mit weniger, das geht nicht. Nun zur zweiten Forderung, Vereinfachung, insbesondere für die Begünstigten. Und darum rufe ich den Rat auf, nun nicht länger zu zögern, hinein in den Trilog, so dass die Begünstigten so weit wie möglich Sicherheit haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich möchte doch darauf pochen, dass wir uns an die Zeitvorgabe halten. Das ist eine lange Aussprache für den Haushaltskontrollausschuss, Frau Hoffmann. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, es ist wichtig, die Sichtbarkeit und das Engagement der Europäischen Union in den Kommunen und Gemeinden zu stärken, damit sich die Menschen wieder stärker der EU zuwenden und eine positive Wahrnehmung europäischer Politik haben. Die europäische Kohäsionspolitik ist in Zeiten von Rechtspopulismus und Europaskepsis
Arktis wichtiger denn je und eines der entscheidenden Instrumente, um Brücken zu bauen, sowie den wirtschaftlichen, sozialen, aber auch territorialen Zusammenhalt in allen Regionen zu gewährleisten. Denn auch jenseits der Zentren und Hauptstädte müssen die Menschen spüren, dass die Europäische Union bei ihnen vor Ort erlebbar wird. Ein wichtiger Teil der hier diskutierten Reform ist der Bürokratieabbau. Hier werden die Defizite deutlich spürbar. Das wird uns in unseren Wahlkreisen immer wieder berichtet. Aber auch die Mittelausstattung ist von entscheidender Bedeutung. Auch in der neuen Förderperiode des mehrjährigen Finanzrahmens und trotz erschwerter Umstände mit dem Brexit müssen wir die Förderung für alle Gemeinden und Regionen aufrechterhalten und perspektivisch sogar ausbauen. Vielen Dank. Thank you for the committee. Vielen Dank jetzt für den Wirtschafts- und Währungsausschuss. Frau Maletic, eine Minute. Vielen Dank. Ich möchte der Kommissarin danken. Wir sind uns alle einer Meinung, es ist wichtig, die Mittel im Bereich Kommissionspolitik aufzustocken. Herr Morishan hat es auch gesagt und das ist auch wichtig, hier die Kofinanzierung aufzustocken, die Umsetzungsverfahren zu vereinfachen. Und es ist wichtig, hier auch ab und zu mal Nein zu sagen, wenn Dinge in der Programmierung nicht stimmen. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Finanzierung, aber es muss Bestandteil der Gesamtpolitik in den Mitgliedsländern sein, gekoppelt an Reformen, die dazu führen, dass die Bedingungen für Unternehmen sich verbessern, dass die Entscheidungen schneller gefällt werden können, dass das Justizwesen ordnungsgemäß funktioniert, auch die Verwaltung. Und ohne das gelingt das wirtschaftliche Wachstum eben nicht. Thank you. Ivana Maletic hat hier gesprochen. Sie ist für die Christdemokraten, also die EVP, im Europäischen Parlament. Sie haben es schon gesehen, die einzelnen Berichterstatter und Vorsitzenden bzw. stellvertretenden Vorsitzenden der jeweils zuständigen Ausschüsse rund um die Regionalpolitik sprechen hier. Und als nächstes hat das Wort Agnes Jongerius. Meine Überzeugung, dass dieser Vorschlag dazu einen Beitrag leisten kann. Denn Bürokratie für die Regionen wird gestrichen, Flexibilität für die Fonds wird gesteigert und das dient dann letztendlich allen Europäern, insbesondere denjenigen, die in den Regionen mit größeren Problemen wohnen. Aber, Frau Vorsitzende, es ist doch meine Überzeugung, dass dieser soziale AAA-Status nicht erreicht werden kann, wenn der Brückenschlag zu den sozialen Rechten nicht besser herauskristallisiert wird. Deswegen möchte ich die Änderungsanträge aus dem Parlament unterstützen, die zum Beispiel die Kindergarantie zur Bekämpfung der Kinderarmut hineinbringen. Dann die Anpassung des Europäischen Parlaments für eine höhere Kofinanzierungsrate und die Streichung der makroökonomischen Konditionen. Durch diese Änderung wird nämlich gerade das soziale Europa mehr an Antlitz gewinnen. Vielen Dank. Thank you. Herzlichen Dank. Frau Valian ist nicht im Saal, deshalb bekommt jetzt Herr Zlotowski für eine Minute das Wort. Er vertritt den Verkehrsausschuss. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Kommissarin. Wir sind einverstanden mit dem Hauptziel dieses Textes. Es geht um die Zurückführung der Bürokratie mit Hinblick auf die Abrufung von europäischen Mitteln. Wir haben aber auch ganz deutlich gesagt, dass wir nicht solche starke Einschnitte wollen wie bei der Kohäsionspolitik, wie vorgeschlagen von der Kohäsion, insbesondere mit Hinblick auf Investitionen in die Infrastruktur. Wir haben eindeutig gesagt, dass wir die nationalen Beträge aufrechterhalten wollen bei der Überleitung von Kohäsionsmitteln in das Instrument Connecting Europe. Das ist ein Anreiz für die Länder, die die Länder effektiv abrufen. Einer dieser Musterschüler ist ohne Zweifel Polen. Polen hat die gesamten Beträge für den Zeitraum 2014-2020 abgerufen. Und diese Effektivität bei der Umsetzung der politischen Ziele der Kohäsionspolitik und nicht irgendwelche politischen oder ideologischen Kriterien sollten das wichtigste Kriterium sein bei der Verteilung der europäischen Mittel. Ich bedauere, dass hier in diesem Bericht vielleicht nicht die angemessene Verhältnismäßigkeit berücksichtigt wurde. Vielen Dank. Frau Zörner ist jetzt nicht im Hause. Das heißt, wir gehen jetzt gleich für den Nordsprecher zu Herrn Xedrowski über eine Minute.
Ja, vielen Dank. Ich habe ja immer alle Initiativen mitgetragen, die zur Vereinfachung dienen. Denn europäische Fonds zu erhalten, ist ja eine komplexe Angelegenheit. Das wissen wir alle. Ja, das ist häufig undeutlich, chaotisch in vielen Mitgliedsländern. Und gerade deswegen ist es ja so gut, dass wir uns darum bemühen, hier auch Fehler auszuräumen, die da immer wieder in der Vergangenheit aufgetreten sind. Es sollen gleichförmige Rechte gelten, wenn Gelder aus den Fonds bezogen werden. Und da sollte auch die Synergie zwischen den Fonds vergrößert werden. Das begrüße ich. Es gibt aber das Risiko der Doppelfinanzierung. Und da habe ich auch im Ausschuss immer wieder davor gewarnt. Da gibt es einiges, was doppelt aufgelegt ist. Und deswegen möchte ich gleich zu Anfang der Aussprache sagen, das dürfen wir nicht unterschätzen, auch was hier im Bereich Aufsicht und Kontrolle an Mechanismus eingebaut ist. Alle Bestimmungen in der Verordnung sind da wirklich herzlich willkommen. Herzlichen Dank, Frau Görling ist nicht hier. Dann kommen wir jetzt zu den Vertretern der Fraktion in 2 Minuten. Herr van Nistelrooy, bitte sehr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, die Berichterstatter, Frau Kommissarin, das ist ja eine allgemeine Verordnung. Damit greifen wir einen wichtigen Schritt für 8 Fonds und dazu zählt auch der für die ländliche Entwicklung. Es ist etwas, das an den Menschen bürgernah in den Regionen und Mitgliedsländern umgesetzt wird, partnerschaftlich. Frau Krehl hat es auch schon angesprochen. Überall wollen wir das auch sichtbarer machen. Wachstum, Ökologisierung, Schaffung von Arbeitsplätzen. Also das soll noch nicht überall diese Logos da aufgedruckt werden. Überall steht das auf den Schildern. Es sollte vielmehr so sein, dass das wirklich die Menschen erreicht. Und das sind ja soziale, ökologische Projekte, die von Menschen betrieben werden. Und die sollten das auch tatsächlich zu spüren bekommen. Es ist gut, dass die Synergie zwischen den unterschiedlichen Fonds der Europäischen Union da auch ausgetragen wird. Horizon Europe zum Beispiel. Also es ist also möglich, auch Transferleistungen erfolgen können. Wichtige Bemerkung für die EVP ist, dass es nicht gut ist, dass die Bevölkerung den ländlichen Raum in einigen Teilen von Europa verlässt, zieht um in andere Teile Europas. Das ist nicht wünschenswert. Das ist auch nicht das Bild, das wir von der Kohäsion haben. Was uns vorschwebt, ist ein nachhaltiges, ausgewogenes Europa, wobei die Menschen angekurbelt werden, angeregt werden, sich wettbewerbsfähig einzusetzen. Ein Drittel des EU-Haushalts muss natürlich mit guten Spielregeln ausgegeben werden, auch wirtschaftlich gut verwaltet werden. Und da haben die beiden Berichterstatter einen Kompromiss geschlossen, um diese Makrokontinuität gut mit Inhalt zu führen. Nicht irgendwo was zu streichen, wo es keine neuen Verpflichtungen gibt. Also ich bitte darum, diesen Kompromiss gleich auch zu unterstützen. Dann haben wir Änderungsantrag 429, den möchte ich noch empfehlen. Da geht es um die Regionen, die in eine andere Kategorie fallen und plötzlich dann Rückschritte erleben. Also und dann Brexit. Die Regionen, die davon betroffen werden und extra Kosten haben werden, da müsste die Kommission auch etwas tun. Also eine Aufforderung hier an die Europäische Kommission, etwas zu tun. Lambert van Nistelrooy war das für die EVP und als nächstes spricht Mercedes Bresso für die Sozialdemokraten. Ich möchte mich aber herzlich bedanken bei den Berichterstattern für die hervorragende Arbeit, die sie geleistet haben. Herzlichen Dank auch an die Kommissarin für den ursprünglichen Vorschlag. Der Kollege van Nistelrooy hat daran schon erinnert. Ich denke nämlich auch, dass wir die Mittel so ausgeben sollen, dass niemand zurückbleibt, weder die Menschen, das heißt, wir müssen zielen auf städtische Politik, Randgebiete, Gebiete, die sich in Schwierigkeiten befinden. Und es dürfen auch keine Gebiete zurückgelassen werden. Das heißt, wir brauchen wirklich eine Agenda für die Randgebiete, die Berggebiete, die ländlichen Gebiete. Wir haben ja verschiedene Male schon gefordert, dass das auch umgesetzt wird. Ein dritter Punkt.
auf den ich Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte. Ich bin nicht einverstanden mit der Tatsache, dass es nach wie vor eine makroökonomische Konditionalität gibt, obwohl sie ein bisschen verändert wurde. Das dient nämlich nur dazu, dass die Bürger und die Länder die Europäische Union hassen sozusagen. Wir sollten doch stattdessen eher eine Anreizpolitik benutzen, keine bestrafende Politik. Danke. Thank you, Madam Tomacic. Vielen Dank, Frau Tomacic. Vielen Dank. Als Schattenberichterstatterin für die IKR habe ich natürlich an der Vorbereitung teilgenommen dieses Vorschlags und ich bin recht zufrieden mit dem Ergebnis. Berichterstatter und Schattenberichterstatter haben gut zusammengearbeitet. Ich beglückwünsche Sie zu diesem guten Text, der sicherlich angenommen werden wird. Ich habe durch die Änderungsanträge es geschafft, in den Endtext wichtige Bestimmungen einzufügen für die am wenigsten entwickelten Mitgliedstaaten, die jetzt in einem großen Teil von der Kohäsionspolitik abhängen. Da sind vor allem die Vorfinanzierungssätze wichtig, hohe Flexibilität und die Aufrechterhaltung der N+3-Regel. Das ist sehr, sehr wichtig, denn das heißt, dass es einen längeren Zeitraum gibt für die Aufnahme der Mittel, sodass sie dort verwendet werden können, wo sie am dringendsten notwendig sind. Bei einer solch wichtigen Entscheidung müssen wir natürlich auch das Umfeld im Auge behalten. Die Mitgliedstaaten sind nach wie vor sehr unterschiedlich entwickelt. Das gilt auch für die Regionen und sogar innerhalb von Regionen. Das war schon immer so, weil wir nicht gleich sind und unsere Entwicklungspfade unterscheiden sich. Es ist aber unsere Verantwortung, diese Unterschiede zu nivellieren und dafür sorgen, dass die EU sich gleichmäßig entwickelt. Die Kohäsionspolitik ist hier von überragender Bedeutung und wir haben sie immer weiter gestärkt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Antragskriterien gerade für zentral verwaltete Fonds angemessen sind für diejenigen, die am dringendsten diese Mittel brauchen, nämlich die Mitgliedstaaten mit geringer Verwaltungskapazität, wenig Erfahrung bei der Mittelaufnahme. Der Brexit führt jetzt zu einer Finanzierungslücke, die nicht einfach zu stopfen sein wird. Es gibt aber dennoch wenig Platz für Einsparungen. Das ist eines der wichtigsten Instrumente dieser Union. Und wenn es daran hapern würde, dann wäre die Unionsmitgliedschaft nicht mehr so anziehend. Frau Mialowat für 2 Minuten. Frau Vorsitzende, Frau Kommissarin, werte Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal möchte ich den beiden Berichterstattern ganz herzlich danken. Sie haben da große Arbeit am Bericht geleistet, zusammen mit allen Kollegen im Ausschuss für regionale Entwicklung. Für die Fraktion der ALDE im Europäischen Parlament gibt es mehrere Kernpunkte in der Grundverordnung, die in den Kontext des mehrjährigen Finanzrahmens fallen für den Zeitraum nach 2020. Erstens Flexibilität und Synergie von Fonds zu Fonds. Das ist ja ein innovativer Ansatz. Bringt mehr Flexibilität hinein. Hängt natürlich auch von den unterschiedlichen Bedingungen in den Ländern ab. Es wird damit auch berücksichtigt, welche Herausforderungen es zu meistern gilt. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Mitteltransfer vorzunehmen. Für uns in der ALDE ist das notwendig, da auch das europäische Semester sowie die europäischen Struktur- und Investitionsfonds aneinander zu knüpfen. Denn dadurch kann Effizienz gesteigert werden. Effizienz der Reformen ist doch ein Schlüsselpunkt, um auch die Effizienz der Kohäsionspolitik zu steigern. Die makroökonomischen Konditionalitätselemente sind hier auch ganz wichtig. Dann, letzter Punkt, Verknüpfung von Kohäsionspolitik und InvestEU und Connecting Europe ist so wichtig, damit hier auch die Effizienz der gemeinsamen europäischen Investitionspolitik gesteigert wird. Nur so kann es gehen. Nur auf diesem Wege können wir Modernisierung und Reformen in der Politik tatsächlich durchführen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Omarjee, 1,5 Minuten. Frau Vorsitzende, herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Ich denke doch sagen zu können, dass mit diesem Vorschlag das Europäische Parlament sich als bester Verteidiger einer starken und ehrgeizigen Kohäsionspolitik gebiert. Wir brauchen wirklich eine Großpolitik der Solidarität, um die territorialen Unterschiede zu überwinden. Und das in einer Europäischen Union, die durch Austeritätspolitik beeinträchtigt wurde. Wir sind fast einstimmig und denken, dass hier Kürzungen bei den Haushaltsmitteln nicht akzeptiert werden können. Aber nach der Abstimmung über diesen Bericht wird das Ganze natürlich dann beim Rat liegen. Und ich appelliere wirklich daran, dass die traditionelle Solidaritätspolitik nicht aufgegeben werden darf. Dann ein dritter Punkt. Ich möchte allen Kollegen ganz herzlich danken, auch den Berichterstattern, dafür, dass sie jetzt eben gesagt haben, dass die Haushaltsmittel für die Randgebiete oder die Gebiete in äußerster Randlage beibehalten werden sollen. Und dann möchte ich ebenfalls der Europäischen Kommission dafür danken, dass sie in ihrem anfänglichen Vorschlag eine Reihe von Punkten hat, die ich auch in meinem Bericht nenne. Also die makroökonomische Konditionalität, das ist etwas, das wir ablehnen. Und wir sollten den Änderungsantrag annehmen, den wir eingereicht haben, um diesen Bereich zu streichen. Danke. Vielen Dank. 1,5 Minuten, Frau Warner. 2 minutes, I beg your pardon, Madam. 2 Minuten, sehen Sie mir es nach. Sehr geehrte Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zunächst den beiden Berichterstatterinnen für die hervorragende Zusammenarbeit danken. Diese Dachverordnung ist sicher eines der wichtigsten Dossiers der auslaufenden Periode und stellt die Weichen für die Regionalpolitik von 2021 bis 2027. Und ich denke, das Ergebnis ist wirklich ein Erfolg für die Stärke und die Qualität der Kohäsionspolitik. Wir sichern mit dieser Dachverordnung als Parlament eine starke Position der Kohäsionspolitik für die Zukunft und wollen auch bald, wie Constanze Krehles auch schon gesagt hat, in die Verhandlungen treten mit dem Rat. Auch wir Grüne sehen die Kohäsionspolitik als sichtbares Zeichen der europäischen Solidarität. In manchen Regionen sind auch die Mittel, die dafür aufgewendet werden, die einzigen öffentlichen Investitionen. Sie werden eingesetzt zur Bekämpfung des Klimawandels, zur Bekämpfung der Armut. Sie schaffen Jobs. Sie sind wichtig für Investitionen in Forschung und Entwicklung und für grenzüberschreitende Projekte. Uns Grünen war es in den Verhandlungen sehr wichtig, dass weiterhin alle Regionen von der Kohäsionspolitik profitieren und dass das Partnerschaftsprinzip und die Einbeziehung der lokalen Stakeholder und der regionalen Stakeholder, der Sozialpartner, aber insbesondere auch der Zivilgesellschaft gestärkt wird. Besonderes Augenmerk haben wir gelegt auf die Erhaltung und auch den Ausbau der horizontalen Prinzipien, das heißt Gleichstellung, Nichtdiskriminierung und nachhaltige Entwicklung und die Wahrung der Menschenrechte. Auch der Klimaschutz wird gestärkt, was uns Grünen natürlich ein besonderes Anliegen war. Das Climate Proofing und das 30%-Ziel sind sicher wichtige Meilensteine in der Weiterentwicklung der Regionalpolitik. Aus grüner Sicht sehen wir die Transfermöglichkeiten zu anderen EU-Fonds sehr kritisch. Es freut mich daher, dass wir einen Kompromiss gefunden haben, der diese sehr stark begrenzt. Und auch wir lehnen selbstverständlich die makroökonomischen Konditionalitäten in der Regionalpolitik ab. Wir finden es falsch, dass Regionen Mittel gekürzt werden sollen, weil auf nationaler Ebene die Haushalts- und Defizitkriterien nicht eingehalten werden sollen. Danke. Thank you, Madam D'Amato. Vielen Dank, Frau D'Amato. 2 Minuten. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. In dieser Verordnung für die gemeinsamen Bestimmungen für die europäischen Fonds hat das Europäische Parlament jetzt doch deutlich den Kommissionsvorschlag verbessern können. Die Mittel steigen insgesamt an. Umwelt und Soziales werden mehr in den Mittelpunkt gerückt. Es gibt mehr Kofinanzierung. Aber es gibt grundlegende Themen, die auch fehlen. Und dazu haben wir 4 Änderungsanträge eingereicht. Revision der Investitionen.
Investitionsklausel, damit regionale, nationale Investitionen in kofinanzierter Art und Weise erfolgt können. Die werden jetzt ausgeschlossen beim europäischen Semester. Und dann wird gestrichen, dass die Makrokonditionalität herrscht. Das ist doch ein absurder Mechanismus. Es wird gestraft. Fonds werden gestrichen für diejenigen, die dieses Diktat, was ja absurd ist, aus Brüssel nicht einhalten. Da muss ich doch etwas tun. Wir haben jetzt nicht mehr 2014. Viele europäische Fraktionen und Bürgerinnen und Bürger werden jetzt wach in dieser Aussprache. Aber es geht doch um grundlegende Themen für die Bürger. Und da muss man sich dem Wandel stellen. Ein anderes Europa, da brauchen wir Arbeitsplätze, Solidaritätsmechanismen, soziale Kohäsion und nicht so Pseudo-Europäisierung. Das ist nur so ein Anstrich. Das ist überhaupt nicht logisch. Das ist keine wirtschaftliche Governance. Vielen Dank. Ja, sagt hier mit kritischen Tönen Rosa D'Amato, die seit 2014 Abgeordnete im Europäischen Parlament ist und sie sitzt im Ausschuss für regionale Entwicklung. Gehört der Fünf-Sterne-Bewegung in Italien an. Gestern hat er hier Conte im Europäischen Parlament gesprochen und neben Brexit ist das sicherlich auch eines der Themen, die die Europäische Union in den kommenden Monaten beschäftigen wird, nämlich die schwierige Wirtschaftslage Italiens. Wir beenden jetzt hier die Debatte und vor allen Dingen unsere Übertragung aus dem Europäischen Parlament. Sie haben gesehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Thema Regionalpolitik ist eines, was ganz oben auf der Agenda der Europäischen Union steht. Denn es ist ja auch ein Stück weit so, dass die Wahrnehmbarkeit der Fördermittel, die in den einzelnen Mitgliedstaaten fließen, ein wichtiges Signal und ein wichtiges Schwergewicht sind in den Haushaltsplänen der Europäischen Union. Über die Kohäsionsfonds und vor allen Dingen, wie viel Geld dann tatsächlich für die nächste finanzielle Periode, den nächsten Haushalt der Europäischen Union zur Verfügung steht, wird das Parlament heute zwischen 12 und 14 Uhr entscheiden. Und wir verabschieden uns jetzt erstmal hier aus dem Europäischen Parlament, denn es gibt sicherlich auch viele Dinge, die außerhalb des Parlaments noch der Analyse und der nachrichtlichen Aufarbeitung Genüge tun und für diese wichtig sind. Und damit geben wir jetzt zurück ins Studio nach Bonn und verabschieden uns hier aus Straßburg. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich sage herzlichen Dank Marlon Amoyal nach Straßburg. Hier geht es jetzt weiter bei uns mit Phoenix Plus. Wie effektiv sind die Vereinten Nationen? Ist die UNO zu teuer? Mit diesen Fragen beschäftigt sich mein Kollege Hans-Werner Fittgau in der nun folgenden Sendung.